Okay, also ich habe, dann kenne ich Jochen. Das habe ich aber auch gehört. Das ja? haben alle gehört. Haben alle gehört. Ich sag mal immer Fleischpeitsche. Ja? Ich hatte ihn schon auf der Schulter liegen. Du hattest den Penis von Jochen Schropp auf der Schulter zu liegen. Ja. War, also hat es gerochen? Der mich umbringen. Der hat es gerochen? So ein bisschen nach Nillenkäse? Alles frisch. Nee, das war einfach nur aus Witz während einer Podcast-Aufnahme damals. Ja. Ohne Kamera wahrscheinlich. Gut, darf ich jetzt vielleicht noch kurz erzählen, wie ich Jochen Schropp kennengelernt Wenn's habe? Wenn es denn sein muss. Ja, ich Wenn möchte er jetzt auch seinen Penis auf dich. Nee, ich habe nur mit ihm geknutscht, nämlich. Und zwar, ja, meine Lieben. Aber das ist bestimmt 20 Jahre her. Na, sage mal. Da hat der gerade einen Film, da war der noch gar nicht TV-Moderator. Pop dich schlank. Da war der noch, genau. Wie Pop dich schlank hieß der Film, da hat er so ein Moppelchen gespielt. Und dann hatte ich damals meine wahnsinnig unerfolgreiche erste Party, die ich veranstaltet habe, Heyday hieß die, im Eingang 28, ein kleiner Club in Prenzlauer Berg. Und da war der nämlich Gast auf dieser Party. Und da bin ich natürlich zu dem hingegangen, total druff auf Koffein. Ich habe einen Espresso getrunken. Doppelten. Dann war Abgabe. Jedenfalls, und da wird gesagt, du bist ja vom Moppel, die Schlank, ne? Oder wie das da heißt. Und dann war der aber auch schon sehr betrunken. Und dann haben wir uns die Zungen in die Hälse gesteckt. Und dann war ich natürlich gleich in den verknallt, weil ich ja immer sofort in alle verknallt war damals. Körperkontakt und Bums, Herz gebrochen. Ja, sofort Ständer und zack, aber ja, hat nicht sollen sein. Er hat sich dann nie wieder gemeldet, leider. Und das wie bei hält dir. Bis jetzt an. Ich wollte gerade sagen, das macht er bei mir auch nicht gemacht. Aber das ist ja auch eigentlich gar nicht so wichtig, weil wir wollen mit unserer ersten Rubrik anfangen, Jurassica. Wir wollten eigentlich auch über unsere Gäste, mit unseren Gästen über unsere Gäste sprechen und gar nicht über Jochen Schropp. Ne? Jetzt hat er doch seine Bühne bekommen. Naja, ja. Reicht jetzt auch. Wir fangen mal mit unserer ersten Rubrik an, ja, nämlich beschissene Trends und super gute Trends aus jedem Internet, auch in ihrer Nähe. Und dann sage ich vielleicht erstmal. Aber Weinhaus, ich musste mal dazwischen grätschen. Wir haben das Gewinnspiel vergessen. Ich wollte gerade sagen, wolltest du nicht noch was zum Gewinnspiel sagen? Soll ich das heute mal sagen? Ja, und wir haben halt auch einen Ablaufplan, wo das draufsteht, aber ich kann dann auch nicht lesen. Also von daher, bitte, mach mal. Also, ihr lieben Zuschaulinge draußen im Live, guckst du nicht in meine Notizen? Nee, ich habe nur gerade festgestellt, dass die Leute im Publikum ja total verloren haben, was das Gewinnspiel angeht. Wird ein guter Abend. Jetzt mach keine Sau mehr mit, kannst du einfach still sein und nur auf Aufruf reden. Du wolltest. Wir laden bitte nie wieder. Also bitte Gewinnspiel, ja, also jetzt darf ich bitte einmal moderieren, ja, ohne dass du dazwischen blökst. Danke. Absolut. Verdammt nochmal nerven diese Influencer. Leg los. Also. Benni, warte mal. Aber das heißt, die können mich jetzt schon wieder sehen, wenn ich sage, dass der Stream abgebrochen ist. Okay, da muss man nur mal zwischen. So, wir spulen nochmal zurück. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid im zweiten Teil vom ersten Teil von Süß und Deftig. Der Livestream wurde kurzzeitig abgebrochen, weil die Rechnerin abgestürzt ist. Die war gestern im Berghain. Aber was soll man machen? Wenn ihr jetzt wieder mit dabei seid und ihr aber seht, dass jetzt ganz wenig Menschen da sind, weil die nämlich alle total verwirrt sind, bitte teilt diesen Livestream in euren sozialen Netzwerken oder ruft eure Mutter an, dass sie einen Faxabruf starten soll. Irgendwie sowas, damit wieder genug Leute in den Livestream kommen und wir weiter unsere schöne Show verbreiten dürfen. Und jetzt erzähle ich vom Gewinnspiel. Sehr, sehr gerne. Soll ich dir was sagen, Meiners? Ich schwitze so stark, dass meine Spitzen von meinem wahnsinnig tollen Strandhaar jetzt schon tropfen. Aber egal. Wir haben ein Gewinnspiel heute und zwar könnt ihr wie immer sehr, sehr hochwertige Preise gewinnen. Deshalb haben wir eine Gewinnfrage, die werden wir euch gleich stellen. Wenn ihr bei dem Gewinnspiel mitmachen möchtet, da draußen im Internet, dann sendet uns bitte eine Voice-Nachricht via Instagram an unseren süß und deftig Instagram-Account süß_und_deftig, süß mit UE und Doppel-S. Bitte, es gehen nur Voice-Nachrichten und die Voice-Nachrichten werden wir dann später nämlich hier in der Show live abspielen und dann herausfinden, welche die lustigste Voice-Nachricht ist. Wie können denn die Menschen im Publikum mitmachen? Sie finden auf ihren Tischen geneigte Zusehende Stifte und Zettel
Und Sie dürfen dann Ihre Antworten notieren und später laufen wir mit dem Einsammeltambourin durch, mit dem da, und sammeln dann die Zettelchen ein und lesen dann die lustigsten Antworten vor. Und die Gewinnerin kriegt wirklich was, es ist gar nicht so beschissen, was ganz Tolles. Mit Autogramm von zwei hochwertigen Transvestiten und von den beiden. Ich warte aber, ich warte. Kann man schon mal klatschen. Ja. Auch, ne? Ja. Und jetzt mal die Frage vielleicht. Jetzt gern die Frage weiter. Genau. Was kann Person beim Analsex und vor Gericht sagen? So, gib mal ein Beispiel. Sowas wie zum Beispiel. Oh, Richter, das tut jetzt aber richtig weh. Nee. Du merkst schon, der Witz kam richtig gut an. Aber habt ihr vielleicht eine Idee? Vor Gericht und beim Po-Ficken. Ich warte nur auf den Moment, dass die Leute im Publikum merken, dass der Gewinn im Internet viel besser ist. Und dann fangen die Ersten so hinten an, auch Sprachnachrichten zu schicken. Kann man alles machen, meine Liebe. Aber jetzt, woher weißt du denn eigentlich schon, was die anderen gewinnen? Ach so, weil du meine Notizen gekommen hast. Also die Zusehenden im Livestream bekommen zwei Tickets für eine der nächsten Ausgaben. Freie Wahl. Und die Gewinnerinnen hier im Saal kriegen einen ganz süßen, kleinen, queeren Berlin-Beton. Und das war wirklich beschissen. Und ein tolles, queeres Kinderbuch, der Nix, mit Autogrammes. Ach, süß. Und erzähl mal ganz kurz was über das Buch, warum das so süß und so toll ist. Genau, also queere Kinderbücher gibt es immer noch nicht so häufig, wie es queere Kinder gibt. Das heißt, je mehr queere Kinderbücher auf der Welt rumgucken, desto besser ist. Sie kennen ja gerade die ganze Diskussion, nicht nur bei den Amis, sondern auch bei den Ösis. Und auch in München gab es ja auch so einen großen Eklat, ob Transvestiten vor Kindern lesen dürfen. Nein, weil Transvestiten sind ja die, die Welt zugrunde richten. Aber wenn Sie trotzdem Bock auf queere Kinderinhalte haben, kann ich dieses Buch wirklich empfehlen. Hast du gerade Kinderinneninhalte gesagt? Nee. Ja. Okay, gut, ist ja auch egal. Gut, sehr schön. Also wir freuen uns auf alle Zuschriften und Zusendungen. So, Weinhaus. Jetzt aber erstmal der erste Internettrend. Ja. Svenny, mach mal Mats ab. Wir gucken uns erstmal an, worum es geht. Das wird eine tolle Show heute, Weinhaus. Ja. Das Ganze heißt Tortilla Challenge. Kennen bestimmt sowieso schon alle. Machen wir es auch mit dem Einzählen? Nee. Doch, machen wir auch. Und die arme Frau ist schwanger, die eine, ne? Ich meine. Was hat die da? Fetzen-Tortilla. Ach so, die hat das Tortilla verloren. Ja. Okay, reicht jetzt auch. Ja gut, reicht jetzt auch. Wissen, total lustig. Und jetzt frage ich mich vielleicht, jetzt frage ich mich ganz kurz, ihr seid ja beide sehr internetaffin. Wir fangen mal bei dir an, Fabian. Was glaubst du, also warum gibt es so etwas wie sich mit Tortillas ins Gesicht zu schlagen? Wie entstehen solche Internettrends und warum sind sie wichtig? Na, das ist ja eine Kombination aus zum einen Absurdität. Weil normalerweise schlägt man sich eine Tortilla nicht ins Gesicht, sondern eher auf den Arsch. Aber auf der anderen Seite natürlich auch was Einfaches, was man zu Hause nachmachen kann. Also ein guter Internettrend, der muss in einer gewissen Weise ja schon flippig absurd sein. Obwohl im Vergleich zu dem, was wir gerade hier schon besprochen haben, finde ich das so ziemlich harmlos, was ich da gesehen habe. Du weißt nicht, was wir gleich machen werden, mein Schatz. Aber man muss es ja eben auch zu Hause in den eigenen vier Wänden imitieren können. Und das ist natürlich perfekt. Aber hast du denn oft Tortillas zu Hause? Immer. Weiß ich nicht. Glaubst du? Immer. Immer, gut. Ja, ja. Also wir persönlich haben keine Weizen-Tortillas zu Hause. Nein. Was wir aber zu Hause haben, sind Kunstbrusteinlagen. Und weil Nahrungsmittelverschwendung scheiße ist, benutzen wir Titten für das Ganze und fangen jetzt mal an. Du musst aber noch sagen, was das für Brüste sind. Ach so, Sie kennen vielleicht noch Jurassica Parke von vor 15 Jahren. Da hieß sie noch Gina Tonic. 20 Jahre. Und das waren ihre ersten Brüste. Und jetzt gucken Sie sich mal das Format von der jungen Frau an. Mit diesen kleinen Geleescheiben. Sie sah halt richtig dumm damit aus. Die hat sie mir dann geschenkt. Ich sah die ersten Jahre damit auch ziemlich dumm aus. Hab sie aber aus Pietätsgründen einfach aufgehoben. Ich frage mich halt wirklich, was mich damals geritten hat, diese ganz dünnen Schnitzel als Brüste zu kaufen. Das aber wissen wir nicht. Gut, okay. Und das heißt also, wir schlagen uns jetzt mit den Putenschnitzeln. Ja. Okay. Sitzen. Ich freue mich. Die haben schon Spaß, bevor sie losgehen. Aber ihr seht jetzt auch nichts, ne? Wollen wir uns vielleicht so ein bisschen zum Publikum nehmen? Und aber Sven, kann die Kamera das einfangen? Geht es?
Und ich nur auf die Seite und du nur bei mir hier, weil hier ist ein Mikro, ne? Ah ja, stimmt. Ja, aber so, das ist ja auch also mein erstmal Wasser. Ach so, verstehe. Was? Ach nee, warte doch mal, Weinhaus. Ich hab da noch einen tollen Gag mitgebracht. Der zündet jetzt richtig, der Gag. Warte mal. Das ist das Strandoutfit von Sylt, ne? Das ist für Sylt, genau. Das ist für, oh, das ist auch schön warm in der Jacke. Guck mal, so. Dann zählen wir jetzt auch ein, ne? Ja. Achso, nee, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Wir machen, ja, wir machen nur, wer, Wird gut. Mh. Das wird gut. Wir machen gar nichts. Finde ich gut. Entschuldigung, das war jetzt falsch, aber... Also mein Headset ist nicht nass geworden. Einmal noch, bevor Sven... Das spuckt ins Publikum, das passt. Weiße Hose ist eine gute Entscheidung gewesen für die erste Reihe. Ist sie wasserabweisend? Gut. Ja. Gut, ist das jetzt lustig? Ach so, okay, warte mal. Warte mal. Ja, okay, es macht sehr viel Freude, aber irgendwie... Warte mal. Gut. Im Internet ist es lustiger. Ja. Die Show wird schon wieder scheiße. Ja, es wird richtig beschissen. Applaus! Aber... Also ich gehe mal davon aus, Sie sehen es eventuell nicht, aber ich spüre das. Sie sparen sich praktisch zukünftig, wenn Sie sich mit Kunstbrüsten ins Gesicht schlagen, das Auftragen von Rouge, weil die Wangen werden davon auf jeden Fall rot. Ist aber sehr erfrischend. Hast du mir... So, jetzt mach ich mal ein bisschen Interview mit Lars von Feuerborn, während ich mich repariere. Ja, also Lars. Ja. Wir haben ja vorhin mal... Ist alles vollgespuckt. Wir haben ja vorhin so ganz kurz das Thema... CSD angesprochen. Warum sind CSDs wichtig und wo kommt es her? Sag doch mal, in 3 Sätzen. Okay, das Ganze hatte seinen Anfang beim Stonewall in der Christopher Street Day in New York damals. In der Christopher Street Day. mein Gott. In der Christopher Street. Und ja, dort sind einige Travestiten. Transvestiten. Transvestiten und ja, unter anderem auch Leute aus dem Fetischbereich aufgestanden und haben ja, einen Aufstand erprobt, weil diverse Gay-Bars in, oder allgemein queere Bars in New York mit Razzien überspült worden sind. Die haben sich im Stonewall Inn gesagt, nee, machen wir nicht mit. Und ja, das war, hat dann sozusagen zum ersten Aufstand geführt und das hat dafür gesorgt, dass wir heutzutage glücklicherweise so bunt auf die Straße gehen können und für unsere Rechte einstehen können. Und das ist nach wie vor sehr wichtig und wir brauchen es. Da können wir gleich, ja, da kann man ruhig mal klatschen. Danke, guter Beitrag. Der erste Inhalt des Tages heute. Der erste Inhalt des Tages. Machen wir gleich weiter mit Inhalt. Fabian, so, jetzt meine, du bist ja auf Social Media, du erklärst ja in relativ überschaubaren, also ich meine jetzt halt von der Länge her gesehen, überschaubare auch TikTok-Videos, ja, erklärst ja komplizierte Sachverhalte, die queere Belange behandeln, sehr, sehr gut. Mhm. Das ist ja deine Kernkompetenz. Wie ist es denn mittlerweile? Sind wir denn schon angekommen in unserem queeren Selbstverständnis und ist alles schon total super, weil wir jetzt die Ehe für alle haben? Oder ist die Situation vielleicht doch viel beschissener, als viele glauben? Wie viele Sätze habe ich denn? Du kannst so viel lange sprechen, wie du möchtest. Er hat auch übrigens nur einen gebraucht, aber überall war ein Und dazwischen. Ja, naja. Das kann ich auch machen. Ich bin gut in langen Sätzen. Ja. Das Problem ist ja, also diese Messbarkeit fehlt natürlich. Also wenn wir jetzt die queerrechtliche Situation in, nehmen wir mal Deutschland, vergleichen mit der von vor 20 Jahren oder 30 Jahren oder auch 50 Jahren, haben wir natürlich große Fortschritte zu verzeichnen. Ja. Aber wenn wir uns anschauen aus einer Kriminalstatistik aus dem letzten Jahr, 1423 Angriffe auf queere Menschen und die Dunkelziffer wird ja deutlich höher sein, das sind ja nur die Erfassten, dann kann man jetzt nicht wirklich von einem
Queer Safer Space Deutschland sprechen. Also natürlich historisch betrachtet, vor allem im Vergleich zum letzten Jahrhundert, sind wir da schon einige Schritte weiter. Aber, und das hast du ja auch angesprochen, der Christopher Street Day hat weiterhin eine große Bedeutung, auch in diesem Land. Die Ehe für alle haben wir, aber zum Beispiel ein wirklich funktionierendes, konsequentes Selbstbestimmungsgesetz haben wir immer noch nicht. Und dieses Gesetz, dieser Entwurf wird auch gerade massiv angegriffen und angefeindet. Und teilweise übernimmt eine Partei, die da leider auch federführend ist, immer mal wieder so TERF-Rhetorik. Also, erklär ganz kurz für Menschen, die nicht wissen, was TERF sind. Das will ich gar nicht heute Abend. Müssen wir trotzdem kurz erklären, weil der Begriff ist nicht allen bekannt. Eine Abkürzung, Trans Exclusive Radical Feminism, also Feminismus, der aber eben Transfrauen ausschließt. Also er sagt, Transfrauen sind keine Frauen. Und da kommen immer wieder krude Theorien, wie zum Beispiel, dass Männer eigentlich nur in Frauenhäuser gehen wollen würden, und um dort die Frauen zu belästigen. Deswegen würden sie ihre Geschlechtsidentität ändern. Das ist totaler Kappes. Da gibt es kaum belegte Fälle in anderen Ländern, wo es solche ein Gesetz gibt, dass das wirklich vorgekommen ist. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir stehen da noch vor ganz vielen Aufgaben. Es läuft nicht gut. Statistisch betrachtet passieren jeden Tag 4 Angriffe auf queere Menschen. Dennoch sind wir auch global betrachtet natürlich schon ein Stückchen weiter als noch vor 30 oder 40 Jahren. Du hast da gerade was sehr Schönes gesagt. Die Dunkelziffer bei queerfeindlichen Übergriffen ist weitaus höher. Da ist auch Bayern zum Beispiel ein ganz, ganz besonderes Beispiel. Da werden nämlich queerfeindliche Übergriffe überhaupt nicht erfasst. Ja. So, weil wenn du praktisch als Schwuler oder als Lesbe auf der Straße auf die Fresse bekommst, die Bullen anrufst und sagst, hallo, die haben mich vermöbelt, weil ich queer bin, dann wird es nicht als queerfeindlicher Übergriff deklariert, sondern einfach nur als Körperverletzung. Also Bayern, ne? Queeraktionsplan Now ist ja das Credo nicht nur eines CSDs in Bayern dieses Jahr gewesen, sondern auch folgenden. Bayern, kannst du mal in der Hose riechen. Ja, und da muss uns hier in Berlin auch bewusst sein, dass wir wirklich in einem Bundesland leben, wo Milch und Honig fließen förmlich, weil wir wirklich hier in einer wirklich einen tollen queeren Bubble leben können. Und in Bayern ist da wirklich noch ganz, ganz viel zu tun. Aber da reden wir auch nochmal später drüber, oder? Genau. Wenn ihr in Nürnberg wohnt oder im Umkreis Nürnberg, wir werden nämlich im September, Anfang September auf dem CSD in Nürnberg sein, die Weihnachtszeit. Nee, das ist am 1. August-Wochenende. Da ist der Nürnberger CSD, den moderieren wir gemeinsam auf der Hauptbühne, also 4 Wochen früher. Ihr könnt natürlich am 1. September-Wochenende auch nochmal nach Bayern fahren. Ist immer eine Reise wert. Durch die Nürnberger Innenstadt laufen und gucken, wie gut euch das bekommt. Wie sehr du mich schon wieder nervst, Weihnachten. Ja, aber ich habe halt auch recht. Das Ding ist, Jurisika, ich muss tatsächlich nochmal ganz kurz nach hinten gehen. Was machst du denn da? Ich habe vergessen, Utensilien für unsere zweite Internetsache zu holen, die wir gleich brauchen werden. Ja gut, ich meine ja, dann hol mal die Sachen und ich werde dann einfach kuscheln mit unseren zwei. Bei den Temperaturen? Ja, das hilft ja alles nicht. Last Chance Feuerborn. Ja. Ich meine jetzt, viele werden Prince Charming gesehen haben damals. Und das ist ja nun wirklich, wir können sagen, das ist das, womit du bekannt geworden bist, woher der Podcast dann auch entstammt. Oder ja, den gab es vorher. Den gab es vorher schon, aber er ist seitdem bekannt. Ja, ja. Das ist auch wichtig zu betonen. Ich habe auch mal so eine Amod gemacht, hat er es auch schon gesagt. Ja, na gut, ich meine, an seiner Stelle wäre es mir auch wichtig, weil Prince Charming ist ja nun wirklich kein besonders hochwertiges Format. Ja. Deshalb, naja, ich meine, würdest du es nochmal machen jetzt? Auf mit gar keinen Fall. Auf Siester. Also, warum nicht? Nee, also, wenn man sich jetzt auch die aktuelle Staffel Charming Boys anguckt. Das ist ein Spin-off von Prinz Charming. Genau, also, es ist jetzt so, es gibt keinen Prinzen mehr. Sie haben gemerkt, das funktioniert nicht so gut. Und haben jetzt einfach nur. Ach so, ist das so, ja? Ja, die Boys haben sie jetzt in eine Villa gepackt und haben gesagt, so, die färchen wir zusammen, dann können sie sich alle daten. Ich war selber mit im Rennen, dass ich mitgemacht hätte. Bin jetzt sehr froh, dass ich nicht dabei war. Sorry, Gino. Was ich schwierig daran finde aktuell, also zum einen gab es jetzt in der letzten Folge schon wieder so eine Mobbing-Szene, wo ich da sage, okay, finde ich schwierig, vor allem im Hintergrund dessen, was viele von uns aus der Mobbing-Szene genau. Dass halt der Mob so mehr oder weniger, oder nicht der ganze Mob, aber dass einige auf eine Person losgegangen sind, die sehr unfair behandelt haben. Und ich finde, mit Hintergrund dessen, was viele von uns schon erfahren mussten, passt das nicht ganz dahin. Und ja, aber wenn ich es kurz dazwischen haben darf, ich meine, das große Konzept dieser Sendung ist doch, dass da ganz viel Alkohol hingestellt wird. Genau. Du dich schon morgens anfangen zu saufen, da ist doch klar, dass es aus dem Ruder läuft. Bei 20 Tunden, oder? Aber was ich halt schade finde, ist, es wird halt wieder nur Sex und Alkohol gezeigt und die Pärchen, die sich da doch vermeintlich jetzt irgendwie finden und wo es ein bisschen romantischer sein könnte,
werden nicht gezeigt und es vermittelt wieder ein Bild nach außen, ja, als wenn bei uns halt einfach nur Suff und Sex ist und das finde ich halt wiederum schwierig an der Sache. Boulevard-Scheiße. Ja. Bin ich ganz bei dir, aber das ist halt einfach auch Privatfernsehen. Es ist Trash. Am Ende muss man sagen, wir machen keine Message. Also ich fand schon, Staffel 1 und 2 haben noch versucht, irgendwie damals mit dem Prinzen auch Message rüberzubringen. Und ab da war es dann halt irgendwann einfach Trash und es ist nichts, wo wir uns jetzt hinstellen sollten und sagen sollten, okay, und jetzt bringen wir irgendeine Message rüber. Aber Princess Charming ist ja das lesbische Pendant. Die haben es irgendwie besser hinbekommen, oder? Weil ich glaube, dass die... Mit Staffel 1 noch? Ja, naja, nee, es gibt schon... Staffel 2 war auch... Also, aber es ist jetzt... Es wird, glaube ich, aktuell Staffel 3 produziert oder ist schon produziert. Ich habe das noch nie gesehen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mach doch da mal mit. Ja, als Bardame. Ja? Ja. Nicht? Sehe ich mich. Süß. Als bärtige Frau. Ja, finde ich toll. Ja, gut. Das ist süß. Also, Credo, du machst es nicht nochmal. Nein, kein Dating-Format mehr. Kein Brauche ich aber auch nicht mehr. Okay, Naked Attraction oder sowas noch. Vielleicht, ja, vielleicht. Würdest da du... war ich mal im Casting. Du warst bei Naked Attraction? Die wollten mich mal casten, hätten dafür 350 Euro gezahlt, dass ich als die gedatet werden soll, meine Nudel da irgendwann auspacke. Habe ich gedacht, so... Wie, also, nee. Warte mal, aber die Menschen, die doch da, das ist doch das, wo die in diesen Schaukästen drinstehen und ihre Pimmel zeigen, ne? Ja, aber ich wäre die in der Mitte gewesen, die dann die Pimmel aussuchen darf. Aber da ist man doch nicht nackt. Als doch, du musst als Letzte dann auch nackig werden. Okay, gut, ja. Würdest du bei sowas mitmachen? Ich hab den letzten Satz habe ich nicht ganz verstanden. Du hast gesagt, du brauchst das heute nicht mehr. Aber was hast du denn gebraucht vor 2 Jahren? Da war ich noch Single. Ach so, wo? Das war das. Nee, ich bräuchte das auch gerade nicht so unbedingt. Bist du denn Single? Ja. Ja? Wie alt bist du jetzt eigentlich nochmal genau? 14, 15? Ich muss gleich von der Bühne. Ja, du musst gleich von der Bühne. Du, ja. Aber das Sandmännchen ist schon gelaufen, ne? Ja, stimmt. Wie alt bist du? 22. 22, gut. Weil du 3 Jahre jünger als du. Nee, aber weil ich meine, wenn ich mal kurz übergriffig sein darf, das war meine Kernkompetenz, meine Lieben. Du hast eine Haut. Das ist ja wirklich wie ein Fernsehen. Ja, noch. Aber das fängt auch an zu bröckeln. Ja, also weil bei mir sind ja nur noch so dunkle Krater. Also wirklich, wo so ganze Säuglinge drin verschwinden können, wenn man nicht aufpasst. Und das ist bei dir wirklich noch alles sehr ebenmäßig. Das stimmt überhaupt nicht. Im Internet sieht man das gar nicht so. Da habe ich ja auch einen Filter drüber, mein Schatz. Das ist das Problem an der Sache. Ja, gut, aber das freut mich. Oh Gott, du bist so weich. Aber das ist, glaube ich, auch ganz, eine ganz süße Überleitung. Also Schönheit im Gesicht, die kann man ja durch Schminketipps auch ein bisschen fördern. Ja, das war eine tolle Überleitung. Nicht? Und dann gucken wir doch jetzt mal in den nächsten Internettrend in jedem Internet in ihrer Nähe rein. Wir haben noch gar nicht den anderen bewertet. Ach so, ja. Also ich fand den halt... halb süß und überwürzt. Ja, so richtig Fall. Spaß hat es irgendwie nicht gemacht. Nee, also ich fand das Video lustiger als uns. Naja. Wahrscheinlich war das auch mit diesen Plastikschnitzeln auch ein bisschen schmerzhafter als mit so einem Teig. Das ist schlecht. Das ist schlecht, das ist gut. Wie fandest du denn den Internettrend Nummer 1 mit den Putenschnitzeln? Doch, ich finde den gut, weil da kann man nicht sterben. Es gibt ja auch Internettrends, da gehen wir immer so Artikel rum, dass da Leute irgendwie bei umgekommen sind. Wenn die diese komischen Waschmittelpots ja, genau. So, ne? Ja? Puh, ja, diese... Die Jugend ist so saudumm. Ich finde ihn gut. Ja? Last Hans Feuerborn, du bist. Das, mich hat es nicht ganz so abgeholt. Hat es nicht abgeholt. Was würde dich abholen? Also, was ist so. Was Anal? Anal holt mich immer sehr gut ab. Anal gut abgeholt. Das Feuerborn, ja, meine Lieben. Steht, das? Wenn du mal im Fernsehgarten auftrittst in deiner Bauchbinde. Genau. Bevor die Kiwi reinschnattert, ne? Ja. Steht auf ihren Karten auch so. Anal ab. Ja. Weihnachts, mach weiter jetzt. Ich bin... Svenny, mach's ab. Die schminkt sich mit Wimpernzange, nutzt es als Vorlage und dann macht sie so. Ja. Und ja? So macht sie auch mal. So, danke, reicht, Sven. Also. Also die Problematik ist ja... Weil soll ich dir was sagen, mein Haus? Ich glaube, Sven hasst uns heute mehr als sonst. Hasst uns wie die Pest heute, weil wir schon wieder viel zu pushy sind. Und wenn aber er merkt, dass die Headsets nass geworden sind später. Du, ich merke sie dauernd runtertropfen. Ja, die ganze Zeit, aber ganz, sag's ganz dem Sven. Nass. Ich habe auch dauernd schon so Stromschläge die ganze Zeit. Ja. So, Weihnachts, erklär uns kurz diesen Internettrend. Also die benutzt praktisch das. Eine Wimpernzange. Kann die Kamera das einfangen, Svenny? Die macht da kein Geräusch. Warte mal. Ich mache das Geräusch dazu. Ja, ja. Ja, okay. Also, nee.
Keine Pipi-Kaka-Witze jetzt. Sie benutzt das praktisch... Das war kein Pipi-Kaka. Aber es hört sich an wie beim... Mixen? Oder... Na, ist auch egal. Auf jeden Fall benutzt sie praktisch Teile dieses kleinen Gerätes, um Schminke zu applizieren. Und ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Ich weiß, es ist nicht wirklich auffällig, aber die Park und ich, wir tragen bereits leichtes Tages-Make-up. Ihr was? Aber nicht. Nein, also das so. Halte ich für ein Gerücht. Und deswegen, Jurassica, ja, versuchen wir jetzt mal den Internet-Trend. Oh. Eher an unseren GästInnen. Ja, aber erst bei Last Hans Feuerborn. Ihr habt ja eins davon, ne? Also, wir machen das damit was anderes. Wir haben mehrere Sachen vorbereitet. Also wir versuchen auch mal praktisch diese Augenform damit nachzuempfinden. Ich kriege ein bisschen Angst, wenn ich sehe, was hier noch auf dem... Genau. Ja, hier. Weil wir entwickeln jetzt praktisch für Sie den Travestiestempel live auf der Bühne. Wir haben dann noch rausgefunden, es geht dann auch mit der Nasenkontur. Dafür haben wir uns dann eine Möhre mitgebracht. Und die Möhre habe ich heute bei Rewe geklaut. Weil mir war... Nee, aus Versehen. Aus Versehen geklaut. Scheiße, ne? Weil mir das zu blöd war, diese eine Möhre auf das Rollband zu legen. Das war mir zu peinlich. Da habe ich sie lieber aus Versehen geklaut. Mach so. Weiter. Oh, Scheiße. Und damit wir auch praktisch die Lippen ganz einfach schminken können, mach mal so einen kleinen Kartoffeldruckstempel. Und dann wirst du einfach richtig schön dann, Lars, wenn wir fertig das sind. Wird ne? heute mein das wird ganz Schmäker. Toll. Svenny, kann die Kamera das einfangen? Und wer schnitzt die Kartoffel? Du kannst schon mal die Kartoffel anfangen. Soll ich schon mal die Kartoffeln nehmen? Solange schminke ich Lars und mache ihn zur schönsten Frau des Tages. Haben wir denn auch so kleine Schneidebrettchen eigentlich? Nee. Das machst du auf deinem Schoß. Das mache ich dann. Nee, guck mal hier auf der Untertasse. Ich habe jetzt schon das letzte Mal Kartoffeldruck, war glaube ich im Kindergarten. Aber fass mich an, Fadi, komm. Ich mache gar nichts. Komm schön an die Knospe. Du so. Da, möchtest du ich kann die Musik schnitzen? Machen, das soll mal Musik nee, nein, nein, ich würde ja sagen, dass ich mache die Kartoffeln und ich bestempel dich. Ja. Dann machst du ja. Oh, danke. Wir sind jetzt erstmal da bei denen beiden. Okay, wir sind so. Beide gerade. Warte mal, wie heißt das gemacht? Mach mal das Auge zu. Nein. Welche Farbe willst du denn? Ich hätte Barbies Arschloch in Pink, faulige Pomeranzenfrucht und Grün. Ich nehme Barbies Arschloch. Kriegst du Barbies Arschloch, komm mal her. Keine Sexwitze, Weinhaus, hast du selber gesagt? Barbie ist eine Plastikpuppe, die hat nicht mal ein Arschloch. Stimmt. So, mach mal das Auge zu. Wieso mache ich das gemacht? So? So, ich will jetzt echt nicht wehtun, nee, aber mach mal zu. Jetzt schon, das ist falsch. Hast du den Barbie-Film schon gesehen? Nein. Ich auch nicht. Du auch nicht? Aber der hat ja eigentlich wow. Kritiken bekommen. Oh, Sommerfeeling, aber richtig. Ach, das ist toll. Ist das Marbella? Ja. Ach. Nee, das ist Marzahn, wirklich. Komm, lach mal nicht. So. Oh. Oh, die Haut, die trinkt es, ne? Das glaube ich. So. Also, die Schande ist schon mal wirklich. Zeig doch mal. Oh! Allererste Sahne. Nee, das ist ein Lockdown. Das ist eine Wahrheit. Dann hat die ja einfach so richtig flott, so richtig keck, hat die so ein Lidstrich hingezaubert. Das mache ich jetzt auch. Mach mal zu. So, zack. Du Weinhaus, ich bin übrigens sehr künstlerisch gerade mit meinem Kartoffelschnitz. Oh, das ist eine Ahnung. Ich hätte mich lieber von der das hat was Vaginales tatsächlich, ja. Guck mal, oder? Kennst du auf dem Boxi diese Flohmärkte? Und du hast ja auch eine wahnsinnig unförmige Nase. Ja. Vulva-Klärt? Deswegen nehmen wir das. Nein, dann nimmst du hab ich nicht, das aber kenne ich. Ich habe das überall zu Hause rumstehen, auch so eine Peniskerze. Zu meiner Eltern waren letztes Jahr zu Besuch. Ja, ja. Reiß dich jetzt zusammen. Ach, ich habe Spaß mit dir gerade. Toll. So, guck mal. Aber warum nehmen wir da jetzt eine Möhre? Weil wir nichts anderes gefunden, weil du nichts anderes geklaut hast. Aber ich glaube, das ist ein toller. Alter! Mal. Ach, sie hätten so was Gutes fabriziert. Hey. Also, es hat was Dreckiges, sieht fast aus wie Charlotte Kreckhaus, wenn die sich schminkt. Oh nee, das gefällt mir gut. Ja, mir auch. Ich aber nachher mit euch noch los. Kann ich mal die Lippe haben, bitte? Aber die Lippen soll das ja. Ach, machst du den auch noch? Denn hier eigentlich? Nee, die machst du hast, alles. Du hast ja so. Unsauber gearbeitet, ne? Die aber nicht mehr weg. Also, warte mal ganz kurz. Wir haben ja noch eine zweite. Svenny, die Kamera fängt das jetzt bitte hoffentlich ein. Das ist ein Lutschmund, ne? Das ist ein Lutschmund. Weihnachts, dann fange ich schon mal an mit der Grischkat jetzt hier. Genau, hier hast du Farbe, hör mal. Da wird super, ne? Hör mal, komm. Wo ist denn die Wimpernzonge? Ey, sag mal, ich bin hier ganz nass. Das läuft hier alles schon. Na gut. Was? So, Fabian, du musst jetzt natürlich, weil ich muss dich jetzt schminken, da kannst du nebenbei nicht schnitzen. Ja. Wir nehmen einfach den anderen Schnitz.
Einen anderen Schnitz? Ja. Okay, guck mal hier. So. Wenn ihr mal traurig zu Hause seid, ladet jemand an und kauft euch eine Kartoffel und ein Messer dazu. Das ist großartig, wirklich. Ich hab so einen Spaß gerade. Beinaus, welche Farbe möchtest du haben, Fabian? Also auch so ein frisches Pink oder was ist so dein Signature-Look? Look. Auf seinen Kopf. Ja komm, jetzt mach keine Wissenschaft draus. Das dunkelblau hier. Das dunkel... Oh, du willst es wissen. Das ist so Meerjungfrauenblau, meine Liebe. So, Lasi, komm. So, warte mal. Mach mal deine Äuglein zu. Oh ja. Das sieht doch jetzt aus, als wenn ich... Ach komm, das ist ein Applaus wert. Das ist eine tolle Frau geworden, oder? Jetzt sind wir in die Kamera. Ich hätte so ein bisschen so aus, als wenn ich wahrscheinlich Kot genascht hätte oder so. Jetzt mach ich mal noch hier. Oder jetzt hättest du nur Tellerbrot gegessen. Willst du? Oh. Ja, einen hier. Weihnachts, meins ist eine Wahrheit. So, das ist doch schon mal... Warte mal. Guck mal, das ist halt was von. Sieht aus wie Michael Jackson in diesem ägyptischen Musikvideo. Kennt ihr das noch, wo er in Ägypten ist und tanzt? Remember the time. Richtig. Ach, das. Du hast es komplett falsch gemacht. Ja, die Weihnachts hast du natürlich falsch gemacht. Ja, weil... toll. Guck mal hier, Achtung. Ich habe wieder die Arschkarte gezogen. Wie immer. Ja, so, bei der Lippenfarbe auf jeden Fall. Kann ich auch mal den Lippenstempel benutzen? Alles, was du möchtest. Hier, guck mal, die Mörder. Hat der funktioniert? Ach, der hat ja wirklich toll funktioniert. Aber es hat auch ein bisschen was von... Es hat halt auch ein bisschen... Das sieht so scheiße aus. Ich sag ja, wie Kot genascht. Ja, es hat was ich von... Ich sehe auch aus, als wenn ich einfach die ganze Nacht am Wohnwagen durchgearbeitet habe. Das ist doch nichts an der Lippe. Ich finde, es ist ein Wow-Moment jetzt auch. Ich finde auch, das ist ein Wow-Moment, das ist eine Wahrheit. Ich meine, ich wusste jetzt nicht, dass der Lippenstift so braun ist. Das hat wirklich was von Kotnascherie. Aber so, jetzt komm mal hier, jetzt mal Sex. Aber stopp, das ist, wieso wusstest du nicht, dass er komplett braun ist? Was hast du denn da erwartet? Weil ich saudumm bin, verdammt. Und jetzt mach mal die Gusche zu. Ja, genau, geil. Das ist so groß wie sein ganzes Gesicht, das Ding. Oh, guck mal! Oh. Das ist aber besser als bei dir. Das ist eine Wahrheit. Du hast Glück gehabt. Das ist ein Look, das ist eine Wahrheit. Das ist ein Look. Okay, aber du musst die Nase noch konturieren. Ja, nun warte doch. Du kannst ja schon mal mit Last Chance Feuerborn weiter stattern, weil ich muss das noch finalisieren. Ach stimmt, aber du wolltest ja auch noch Rouge, hast du gesagt, ne? Ja. Ja, mach mal den Rouge. Als ich angefangen habe, mich zu schminken, so ja? 13, 14. Also ich glaube, jetzt bin ich taub. Oh Gott, habe ich da Ohr getroffen? Nicht sprechen. So, habe ich jetzt Rouge? Du hast alles. Ich bin aber sowieso immer schon rot, das passt dann. Ja. Oh. Aber guck mal, ich höre euch nicht mehr, aber es passt. Ist besser der Fabian, so. Der hat aber ein Transvestitengesicht, oder? Also da muss er... Ja, der hat auch kein Bart. Meine Oma auch immer gesagt. Ja. Also ich möchte jetzt mal bewerten. Ja. Da bist du fertig? Nee, ich muss die Nase noch. Die Nase noch. Die Nase noch, dann nehmen wir jetzt doch schon so ein fröhliches Pink, oder? Ich meine, wenn wir schon einen auf Karneval machen, dann machen wir. Ja. Huch. Oh weia. Das ist jetzt aber, das ist Cruschella, ne? Das ist Cruschella. Wow. Wow, guck mal, da kann man ein bisschen so das ausfällen. Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie die Kriegsbemalung von Braveheart. Ne? Ja, wenn die sich so blau anmalen und dann die Engländer vermöbeln. Oh ja, Festival-Look. So. Der Wahnsinn tut ist, was für dich. Du hast was. Vor zwei Wochen eine Sprachnachricht mir geschickt, dass wir über Politik hier heute Abend sprechen. Nee, das kannst du vergessen. Und ich hab diesen Livestream-Link in die Familiengruppe geschickt, weil ich dachte, das ist mal was für, aber... Das habe ich sehr gern gemacht, Fabian. Und jetzt möchte ich eigentlich mit dir schlafen, weil du so schön aussiehst. Ja. So, wir bewerten jetzt, ihr dürft den Trend jetzt selber bewerten, ihr zwei. Wir fangen an mit Last Chance Feuerborn. Was sagst du zu deinem Trend? Nee. Süß und deftig. Süß und deftig. So gehe ich heute los. Und Fabian Grischkat? Nee, ich schließe mich da total an. Ich finde das ganz gut, dass man da auch mal ein bisschen den Druck abbaut. Also so Make-up, das muss ja nicht immer kompliziert sein. Das kann ja auch ganz einfach sein. Ja. Ganz simpel. Ja, ganz simpel. Und trotzdem schön. Ja. Also barrierefreies Make-up kann man dazu sagen. Vollkommen. Ja.
Also ich ziehe da mit, ich finde es auch süß und deftig. Also das ist auch auf jeden Fall auch was für Weihnachten, wenn es zu Hause mal langweilig wird, ne? Ja. Und der Weihnachtsbaum schminken. Ja, und wenn man so einen homophoben Vater zu Hause hat, den einfach mal schminken. Oder mit so Kunstschnitzeln auf die Fresse hauen da. Ja, und damit du brauchst dann noch Rouge, Fabian. Oh. Nee. Oh, doch, da ich habe das von der Seite aus gesehen, das mit dem. Ja, aber guck mal so ein bisschen. Oh, guck mal hier zweifarbig. Oh, ist das geil. Gut. So, sehr schön. Komm, nein. Ich glaube, er hat Angst. Der kommt nie mehr. Ach, der kommt wieder. Der nee, wir haben ja auch Jugendschutz. Gut. Weinhaus. Also ich bin, ich finde das wirklich ganz toll, was du gemacht hast. Aber an den Zähnen sieht das super aus. Du bist ihm nur ein Teller genascht wieder, ne? Ja. Ach Gott, ich liebe mein Buch. Das ist, ne? Ist echt toll. Ich habe auch gedacht, vielleicht kann ich ja aus dem Stream irgendwie so ein Video schnappen und das auf Instagram posten. Wenn ja, mach doch. Wenn ich irgendwas Schlaues sage. Na gut, du hast jetzt Chance, was Schlaues zu sagen. Dann kannst direkt in die Kamera. Sag's direkt in die Kamera. Gegen dein Äußeres kannst du jetzt anwirken, meine ja. Liebe. Erzähl ganz kurz, TikTok ist deine Hauptplattform, mit der du arbeitest? Nein, Instagram? Ja. Ja, aber nicht TikTok? Nee, das denkt man aufgrund meines Alters, aber ja. Ich bin ja so ein bisschen der Boomer, der G. Kennst du Chiago, diesen Rapper? Nein. Der hat jetzt einen Song mit Otto gemacht, also einen Song von Otto. Ach doch, ja, habe ich gesehen. Und ganz, ganz viele junge Menschen haben jetzt Otto durch Chiago kennengelernt. Ja. Ich habe Chiago durch Otto kennengelernt. Ja. Okay, ja, verstehe. Ich habe verstanden. Aber nee, TikTok ist nicht, ja genau, ist nicht meins. Okay, verstehe. Gut. Und du verdienst damit gutes Geld auch. Du wirst gebucht für Events. Ich sag's mal so, also wenn ich damit gut verdienen würde, werde ich wahrscheinlich heute Abend nicht. Mäuschen, ich bitte dich. Das ist natürlich Werbung auch für dich. Das öffnet, ich glaube, das schließt mehr Türen, als es öffnet. Nein, jetzt komm, Butter bei die Fische. Ne? Ich verdiene gar nicht so viel darüber. Also ich glaube, es ist auch ein Trugschluss, dass sobald man eine gewisse Follower-Innenzahl hat, dass automatisch davon ausgegangen wird, man sei irgendwie reich. Nee, das wollte ich damit nicht sagen, dass du reich bist. Reich an Liebe. Aber du, oh Gott. Ja gut, aber ich meine, hast du denn einen Beruf, den du ausübst, abgesehen von Influencer sein? Ja. Edeka Kasse? Richtig. Ich habe da heute jemanden gesehen, der hat eine Möhre geklaut. Ja, ich mache ganz viel so konzeptionelle Arbeit. Also das, was ich vor der Kamera mache, mache ich auch hinter der Kamera. Das kombiniert sich ganz gut. Alles irgendwo im medialen Raum. Ich mache ja viel im Journalismus. Ich stehe nicht nur vor meinem Handy und zeige, was ich morgens esse. Ja, klar. Okay, aber das wollte ich damit auch sagen. Aber es gehört ja alles zusammen. Ich meine, auf Social Media präsent zu sein und Inhalte zu generieren, macht ja ganz viel Arbeit auch neben der Kamera. Das wissen ja ganz viele nicht oder denken sich das nicht. Die denken irgendwie, man stellt sich mit einem Ringlicht irgendwie vor die Kamera und das war's dann am Tag. Aber das stimmt ja nicht. Heute habe ich nur das, aber an anderen Tagen, auch. Reiner ist der Nervmacher mit Lars von Feuerborn. Kriegt ihr dann von so jungen, queeren Menschen, die irgendwo Open Derb sitzen und sich ihrer selbst nicht ganz sicher sind, irgendwie mal so private Nachrichten wie, hilf mir oder was kann ich tun? Oma sagt, ich muss in die Hölle. Wie reagiert ihr bei sowas? Ja. Also das bekommt man halt relativ oft. Wichtig ist, dass wir einfach, in Deutschland müssten viel mehr Anlaufstellen für queere Jugendliche geschaffen werden, vor allen Dingen auf dem Land, vor allem in Bayern. Du bekommst natürlich viele Nachrichten und manche sehr krasse Nachrichten, die ich dann aber auch eher weiterleite an wirkliche Fachleute, weil ich würde mir nicht das Recht rausnehmen, denen da jetzt irgendwie den großen Rat zu geben, aber ich kann halt immer, ich versuche es so zu formulieren, wie ich es aus meiner Warte machen würde, aber ich sage auch immer dazu, so würde ich es machen und so ist es jetzt kein direkter Ratschlag in dem Sinne, weil ich da natürlich auch nicht in irgendeine blöde Situation kommen möchte. Es ist halt sehr traurig, wenn du halt verzweifelte junge Menschen hast und gerade auch bei uns im Podcast kriegen wir oft Nachrichten und nicht nur junge Menschen, sondern auch ältere Semester, die ihr Leben lang versteckt leben, ne? Und die sich dann halt irgendwie bei uns ihr ganzes Herz ausschütten, was schon sehr krass ist und wo man auch mal da sitzt und echt schlucken. Aber gibt es da einen Verein, den du nicht empfehlen würdest? Ja, da hätte ich einen. Sagte er mit einem Messer in der Hand. Vorsichtig sein. Gibt es? Man sollte sich niemals an Liebe, wen du willst, richten. Das ist ein sehr schwieriger Verein. Da sind wir gerade dran, eine Dokumentation zuzumachen. Leider zieht die sich ein bisschen länger als gedacht. Liegt aber auch daran, dass wir sehr viel recherchieren müssen, dass wir uns rechtlich sehr viel absichern müssen. Aber wir haben die Hoffnung, dass wir in diesem Monat das Projekt beenden und darüber dann bald berichten können. Kannst du da vielleicht schon mal ein klein bisschen
Ja, wollte ich auch so teasern, was genau an denen so beschissen ist, oder muss der aushalten? Naja, ist doch der Initiator hat, ist irgendwie problematisch, ne? Genau, was war denn da? Ist sehr problematisch. Also ich muss jetzt wirklich aufpassen, was ich sage. Aber man kann zumindest sagen, es waren Sachen wie, sie hatten ein Krisentelefon. Man denkt jetzt, ein Krisentelefon wird von Fachleuten irgendwie geführt. Es wurde von einem 17-Jährigen geführt. Was natürlich dann problematisch ist, wenn dann bei einem 17-Jährigen jemand anruft, der vielleicht gerade in dem Moment schlechte Gedanken hat, schlimme Gedanken hat, die bis hin zu suizidalen Gedanken gehen, kann das zum einen der Person natürlich erheblich schaden, aber auch eben diesem 17-Jährigen, der dieses Telefon führt, weil was macht das auch mit seiner Psyche? Das ist halt grob fahrlässig, aber das Problem ist, in Deutschland kann jeder so einen Verein gründen, jeder kann sein Telefon Krisentelefon nennen, es gibt da keine Instanzen, die das prüfen, da hoffen wir natürlich durch die Dokumentation auch so ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen, damit man eben genau dagegen angehen kann, weil damit solche Leute das eben nicht machen, weil der Typ ist sehr auffällig darin, dass er sich auch meistens mit Minderjährigen umgibt und Weiteres sieht man dann auf jeden Fall dort. Aber es gibt ja uns, also du hast gesagt, es gibt keine Instanzen, die das prüfen, also irgendwo gibt es ja dann doch diese Instanzen, die das prüfen, und um mal noch was Konstruktives zu sagen, dann könnt ihr auch weitermachen mit dem nächsten Internettrend, Coming Out und so. Mit denen durfte ich auch lustigerweise in deinem Büro zusammenarbeiten. Die sind wirklich super, also wenn man jung ist, wenn man sich outen möchte, wenn man Fragen hat, wenn man sich einfach unsicher fühlt, egal was, die kann man immer kontaktieren. Und da landet man auch nicht bei einem 17-Jährigen. Und das ist ein wirklich gutes Team. Das ist professionell. Ich war da vor Ort, habe mir das angeguckt, die Arbeit. Die machen auch jeden Monat wirklich nochmal ein Supervising-Gespräch, gucken die Fälle einzeln an. Es wird wirklich nochmal alles durchgesprochen. Es wird psychologisch betrachtet. Und das ist halt eben sehr wichtig in dem Hintergrund. Und deswegen, diesen Verein kann man sehr gut empfehlen. Und den werde ich auch nochmal weiter mitempfehlen, sobald es dann mit der Doku auch weitergeht. Idöt Song, wir packen vielleicht die Internetseite von Coming Out in die Shownotes. Genau, nicht? Und apropos Shownotes, apropos Internet, wir schauen mal kurz in unsere KommentarspaltInnen. Vielleicht tummeln sich ja dort wieder lustige Beschreibungen. Richtig süße Sachen. Beschissen ich wieder aussehe. So, Kotbäckchen ist auch sehr apart. Ist die Stöckel noch da? Fabian Kösters Bruder? Aha. Das stimmt. Ja, Fabian Köster ist der von der Heute-Show, oder? Nee, wer ist Fabian Köster? Auch Heute-Show. Ja, und der Süße. Das Lustige abends im Fernsehen. Mit halt. Haben die eigentlich Publikum? Ich höre da nichts. Hey. Haben die eigentlich Publikum? Ja, weil wir halt gerade Dinge besprochen haben. Endlich wieder beste Unterhaltung, geballte Patents und unbändig schlanke Schönheit im Internet. Meine Nähe auf jeden Fall, Patrick. Christian W. schreibt, lies vor. Wann Durchfallgeschichte? Passt doch heute. Warum passt das? Achso, wegen eurer Kutner-Schwinder. Nee, ich möchte heute mal ausnahmsweise keine Durchfallgeschichte. Laila Licious meint, ihr braucht noch Travestienamen. Stimmt, das ist eine gute Idee. Laila Licious. Habt ihr euch schon mal belegt, wie ihr als Transvestiten heißen wollen würdet? Nein, wurde getauft einen? Von Laila. Und weil zwar? Sie hat mich ja schon geschminkt. Das sah bestimmt auch so gut aus wie jetzt, oder? Da sah ich... Ja, nee, es sieht heute doch ein bisschen besser aus. Sieht heute ein bisschen besser aus. Es hat einfach auch Patents, die ich inne habe, ne? Und hast du einen Namen parat? Ich wurde getauft auf Larissa Lollipop. Ja. Nee. Ist jetzt nicht so, ne? Also ich kann nicht mit euch mithalten. Nee, also nee. Larissa Lollipop. Also was mir, glaube ich, ganz gut gefallen würde, weil du rauchst ja auch diese E-Zigaretten und es riecht dann immer so ein bisschen nach Furz. Ja. Wie wäre es mit Farrah Fawcett Set? Oh, das ist eine schöne Idee. Nicht. Aber riechen die immer nach Fawcett? Wobei, ich glaube, kennt ihr noch Farrah Fawcett eigentlich? Oder seid ihr zu jung dafür? Ja? Ach, die zwei kennt ihr. Ja. Guck mal hier. Können wir denen mal zwei Wodka? Wollt ihr zwei Wodken trinken? Zwei Wodken? Ja. Ja? Was hier, immer, du darfst was bestellen, habt ihr für einen Fabian. Tisch? Aber jetzt richtig. 18. Zwei Wodken bitte. Für an Tisch den Tisch 18. Nochmal wiederholen, wie? Zwei Wodken an den Tisch 18. Wodki. Ja. Ich hatte Latein. Ach, du hattest Latein. Ja, ja, die wissen, was sie zu tun haben. Die wissen. Hast du sehr schön gemacht. Du lernst noch, aber ich muss sagen, ist schon besser als beim ersten Mal. Ja. Toll, Alexander Jaromir ist am Wochenende in Berlin und sucht wahrscheinlich wieder einen Sugar Daddy. Ich möchte Sie noch mal ganz kurz darauf hinweisen. Entschuldigung, der junge Mann fragt, was sind denn Wodki? Oh, oh. Lauf. Der Schein. Wodken, das ist
Der Plural von Wodka. Oh, das ist so hochwertig. Wodka, da kommt doch schon, da ist doch schon. Du bist heute aber auch wirklich saudumm. Guck mal da, wie sich die beiden Damen freuen, weil die Wodka... Guck mal, und die Wodkins sind schon da. Ein Applaus fürs Dresdenpersonal. Und ich weise Sie da draußen gerne nochmal darauf hin, Sie dürfen gerne natürlich immer noch was spenden oder ein Online-Ticket dalassen, dass wir Abschminktücher für unsere zwei Pseudotransvestiten finden. Die brauchen wir. Die braucht die. Oder wahrscheinlich eher Säure, bis es durch den Mund wieder weggeht. So. Nicht? Aber ich fand hier übrigens Fabsi KitKat und Curly Fire eigentlich ganz süß. Als Prost, ihr süßen Mäuse, auf euch. Ach, du wolltest noch ein Säckchen bestellen. Ja, ich habe aber eine Kartoffel. Du hast eine Kartoffel, das ist sehr schön. Ich habe übrigens, vielleicht ein bisschen gewollt, habe ich so eine Vulva aus so einer Kartoffel geschnitzt. Das können wir, legst du mal auf den Gewinn hier fürs Publikum. Ja, sowieso, wir können auch den Stempel dazu packen, ja? Wir stempeln einfach ins Buch rein, weil das verschimmelt ja recht schnell. Kann ich den Lippenstift nochmal haben? Ja. Gerne. Fabian, kurze Frage an dich. Lippenstift, nicht die. Wo soll es mit dir hingehen? Ich meine, du bist ja nun wirklich noch, du hast dann dein ganzes Leben vor dir. Hast du so Träume? Willst du auch gleich mal unterschreiben? Mit deinem kreativen Schaffen irgendwie so, hey, da will ich mal hin, das will ich erreichen oder... Ich finde es hier oben ganz angenehm. Ja, das ist natürlich klar, weil du ja neben mir sitzen darfst. Ja. Aber ansonsten so nach mir, also ich bin ja der Thomas Gottschalk, der Travestie, von daher ist es nicht mehr lange, dass ich hier auf der Bühne werde. Aber so, es wird doch irgendwelche Träume geben, die so ein junger Mensch hat. Der Thomas Gottschalk ist das richtige Stichwort. Also erstmal finde ich es, glaube ich, furchtbar, wenn man mit 22 schon die Träume fürs Leben hat. Ich weiß nicht, welche Träume du vor 3 Jahren mit 22 hattest, aber ob die sich alle erfüllt haben. Fabian, das zieht bei mir überhaupt nicht. Ist jetzt dieses Geschleime mit dem Alter. Ich bin fast 44 und das können wir auch ruhig sagen. Ich weiß, man sieht mir kein Jahr an. Dankeschön. Weil ich halt auch wahnsinnig schlank bin. Ich bin wahnsinnig schlank. Nee, aber Fabian, ich hatte schon Träume früher mit 22. Aber haben die sich, also war das dein Traum? Auf gar keinen Fall. Ich meine, ich habe da irgendwo eine Abbiegung genommen, die nicht ganz knusper war. Und jetzt bin ich hier gelandet und habe Möhren auf der Bühne. Aber gut. Nee, aber du wirst... Ich glaube, man wird ja am Ende nur enttäuscht. Also das Leben ist dann doch vielleicht nicht so... Sag mal, willst du mich verarschen? Ja, ich bin ein sehr realistischer 22-Jähriger. Aber ich habe doch einen Traum. Nee, du bist ein bisschen deprimiert, mein Schatz. Ja, das macht aber diese Stadt auch mit mir. Musst auch du noch unterschreiben. Desillusioniert. Oh, hoppala. Schaffst du das? Ja. In dem Alter schon so eine Meinung, oder? Mit 30 liegt er sich selbst... Einer, übernimm mal das Interview, der nervt mich so sehr, der Fabian. Also Lars, was machst du nächste Woche so? Welche Träume hast du denn für diesen Abend heute? Ach, du hast deinen richtigen... Ach nee. Was hab ich? Wir wollen ja nicht über Privates reden. Aber die Geschichte mit Spanien ist so lustig. Nee, die fangen wir jetzt Kann nicht an. Kann ich das Buch an. Haben? Die Durchfallgeschichte? Wir wollten doch noch erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt. Oh ja, die ist auch toll! Also, vor ein paar Jahren gab es in Heiligenhafen. Gab es so ein queeres Beach-Festival. Beach Pride Festival. Das ist schon wahnsinnig unterschichtig an, muss Und da war ich als Künstlerin vor Ort mit meiner guten Freundin Jade Perle Becker. Und das Wetter war halt eher so mäßig, als wir anfangen sollten zu travestieren. Also es gab da Nieselregen. Wir sind mit High Heels dann durch so schlammigen Sand gelatscht. Und die einzige Option, die noch bestand, um es erträglich zu gestalten, war halt wirklich Schnelldruckbetankung. Und dann haben wir uns da richtig schön die Lämpchen angeknippert. Und irgendwann war es dann Abend, es hat aufgehört zu regnen. Und die Hotels da sind so angelegt wie so kleine Häuschen, so einzelne Häuschen mit so einem Marktplatz in der Mitte. Und die Perle und ich, wir sind Hört sich an wie ein Big Brother Dorf. Ja, und die Perle und ich, wir sind da so bester Laune und dann kommen uns so im Dunkeln so drei Homos so wirklich Lattenprügel zu entgegen. Die schlimmste von allen dreien war die da. Und dann kannst du dann so, du bist doch die Winehouse! Da habe ich gemeint, ja, und 3 Sekunden später lag sie tatsächlich volltrunken auf dem Boden und war so voll, dass sie nicht mehr aufstehen konnte. Und dann habe ich gedacht... Nackt auch, ne? Ich habe an dem Abend noch meine Hose verloren. Es gab noch so eine Party... Verloren. Also es gab so eine Party im Wellnessbereich des Hotels. Die war angedacht mit Badehose. Ich in meinem volltrunkenen Kopf... Alles gelogen. Nee, in meinem volltrunkenen Kopf war ich wie ein richtiger Deutscher und habe mir gedacht, in der Sauna muss man die Hose ausziehen. Hab die Hose ausgezogen, hab sie dann irgendwo abgelegt, wo ich sie vergessen habe, und bin dann wirklich splitterfasernackt über diese Party gelaufen und musste meine Hose suchen. Der Wodka, der ist schon angekommen bei euch, ne? Ihr beiden, ihr gefällt mir, die müssen wir nächstes Mal einladen. Die finde ich toll. Die finde ich. Ach so! Hast du die gebucht? Ja, aber es darf doch keiner wissen. Ja, okay, jetzt ist es raus.
Okay, gut. Jetzt haben wir die Pimmelgeschichte von Lars von Feuerborn völlig runtergehen lassen, weil die beiden... Es passt. Ja, es passt. Okay. So besonders ist sie nicht. Wo habt ihr beiden euch kennengelernt? Ähnlich wahrscheinlich, besoffen am Strand? Ja, wahrscheinlich. Ui. Das ist eine gute Frage. Ja. Habt ihr mal gebumst? Nee. Aber wir haben uns das erste Mal gesehen, wo wir uns auch das erste Mal gesehen haben. Aber, stimmt, beim Pride at Home. Pride at Home, einer ganz tollen Live-Veranstaltung. Wo du eine tolle Moderation hattest. Ja, und eine tolle Moderationskollegin. Das war sehr hochwertig alles. Gibt es noch im Internet irgendwo zu sehen? Nee, ne? Doch, Pride at Home gibt es immer noch auf YouTube. Den ganzen Stream? Den ganzen Stream. Oh, war ja, also wenn Sie mal richtig, wenn Sie was sehen möchten, was noch besser ist als das hier, dann gucken Sie sich Pride at Home an. Da habe ich mich im Kopf und Kragen moderiert im Jungen Schauspiel in Düsseldorf und musste dann ab einer gewissen Uhrzeit tatsächlich auch anfangen, hart zu trinken, ja, weil es wurde schwierig. Ja, Weinhaus. Mhm. Sehr, sehr schöne Geschichte. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Das kam bei mir an, meine Liebe. Ich muss mir kurz die Lippen nachziehen. Ja, danke schön. Und ich wollte noch kurz über Bisexualität sprechen, weil Bisexualität, man sagt ja hinlänglich, Bisexualität ist das unsichtbare B in LGBTIQ. Würdest du das unterschreiben? Ja. Warum? Naja, weil es durchaus sehr viele Menschen gibt, die bisexuell sind, aber viele von denen sind nicht geoutet, vor allem auch in einem Arbeitskontext, in einem beruflichen Umfeld sind natürlich viele bisexuelle Menschen nicht geoutet, weil sie es oft ja auch nicht müssen und weil es sich einfacher lebt, zum Beispiel auch eine Heterosexualität vorzutäuschen und auch aber in queeren Clubs, in queeren Bars, in der queeren Kunstszene war natürlich Bisexualität lange Zeit fast völlig unsichtbar. Also nennen wir mal eben aus dem Stand heraus 5 bisexuelle prominente Personen. Du schaffst es vielleicht heute noch, aber... Marc Waschke! Gesundheit! Nee, ich wollte jetzt hier auch gar nicht nötigen, aber in ja, erzähl weiter. Gerade in Deutschland war das ja lange Zeit auch überhaupt kein Thema. Ich weiß noch, als Felix Jähn sich dann mal geoutet hat als bisexuell, war das auch für mich so die erste deutsche, bekanntere Person, die das mal öffentlich gemacht hat. Aber da muss ich jetzt einen Beitrag bringen. Wir hatten nämlich letzte Woche tatsächlich erst im Rahmen des Kölner CSDs eine Radiosendung zusammen und da kam dann raus, dass er eigentlich pansexuell ist. Also, dass das Bisexuelle nur so eine kurze Phase war und dass er eigentlich alles gut findet. Aber ja, das ist... Die Info habe ich noch gar nicht. Ja, siehst du mal, pansexuell bedeutet, es geht ganz kurz, dass praktisch sämtliche Geschlechter für dich ansprechend sind, sexuell betrachtet. Aber es gibt ja auch die Unsichtbarkeit von Bisexualität in der queeren Szene, ja, weil ja immer wieder gesagt wird so, du bist bisexuell, du hast doch nur nicht die Eier in der Hose sagen, du bist schwul oder die Vulva in der Hose sagen, du bist lesbisch. Und das ist auch der Fall und dass sich deshalb Bisexuelle nicht gesehen fühlen und sagen, hey, ich bin aber bisexuell. Ja, und sich ja auch gar nicht trauen. Also als ich dann das erste Mal mit, ich muss jetzt glaube ich sagen, 18 feiern war, so, da... Achso, da wo ich Koffein ja, okay, ja, verstehe. Als ich mit Koffein 18 feiern war. Und wir haben dann, meistens waren es ältere, schwule Männer, die gesagt haben, ach ja, das ist eine Phase und das vergeht und du findest noch heraus, wer du eigentlich wirklich bist. Also erstmal bist du ja so jung und verwirrt, dass du das teilweise glaubst, ja, das finde ich noch heraus. Wahrscheinlich hat er recht, der ist ja auch 20, 30 Jahre älter und es ist ja durchaus einfacher, zum Beispiel in einer schwulen Bar so zu tun, als sei man ja auch nur schwul. Also warum sollst du jetzt anfangen, über Bisexualität zu sprechen? Du wirst ja entweder nur irgendwie komisch angeguckt oder kriegst so einen Spruch gedrückt und Frauen, weiblich gelesene Personen sind ja gar nicht anwesend meistens. Deswegen, man selbst nimmt ja das dann auch ein bisschen an und versteckt sich. Und es dauerte bei mir sehr lange. Also ich habe eine lange Zeit immer wieder gesagt, ich bin homosexuell oder ich bin heterosexuell, je nach Anlass. Und erst mit Anfang 20, sehr unglaublich lange her. Vor dem Krieg war das irgendwann, Richtig. Leider Gottes, wirklich vor einem, Das stimmt, Gott. Hab ich dann aber mich getraut, mich als bisexuell zu outen und das war sehr schön und das tat mir auch sehr gut und deswegen bin ich auch immer da, wenn auch hier Leute im Publikum sitzen, die was Ähnliches gerade durchmachen. Es ist keine Phase, es ist kein Trend, ihr denkt euch das nicht aus, kommt zu mir, wir trinken gleich noch was. Es so gibt es wirklich. Aber ich persönlich finde, dass, oder mir geht es ganz oft so, wenn ich halt im Fummel oder auch nicht im Fummel auf irgendwelchen Privatpartys lande, wo das Publikum vorzugsweise heteronormativ ist, wenn du dann als queere Person
ausfindig gemacht wirst, was bei mir nicht schwer ist, weil ich halt ein laufendes Outing bin. Oh ja. Dann ist es aber sofort so, dass dann wirklich so Fragen kommen, ob ich im Bett dann der Junge oder das Mädchen bin oder lauter so Zeug, wo ich denke so, wenn du in einem heterosexuellen Umfeld bist und dich praktisch, du bist jetzt eine heterosexuelle Frau und triffst einen heterosexuellen Mann oder triffst eine andere heterosexuelle Frau, dann fängst du auch nicht an zu fragen, was machst du im Bett eigentlich am liebsten, oder? So. Also jetzt, Mäuschen, wie ist dein Name? Heike. Heike, also Heike, du gefällst mir. Bist ein bisschen vorlaut, aber das liebe ich sehr. Und du bist die? Heike und Beate. Hey. Komm, wir müssen die mal kurz zeigen, oder? Ja. Wollt ihr mal auf die Bühne kommen? Wir müssen euch mit dem Livestream präsentieren. Ach, komm. Mal kurz vor, wer dauernd hier so reinblökt. Die machen schon hier. Kommt mal hier, kommt mal hier, kommt mal hier auf die Bühne, die zwei. Wenn der Preis. Du bist aber auch sehr kapitalistisch heute unterwegs. So, Heike und Beate, ein Applaus für Heike und Beate. Ja, komm. Aber ich meine, ihr könntet ja wirklich meine Töchter sein. Also so. Wo kommt ihr her? Aus Berlin. Aus Berlin? Und wie seid ihr heute in diese Show gelangt? Durch Toten mit der S-Bahn, ja. Tuschi! Der war großartig. Ja, aber ich meine. Seid ihr ganz klassische Two-Ticket-Käuferinnen? Ich wusste es doch. Und habt euch gedacht, gucken wir uns mal die Transvestiten auf der Bühne an? Oder wie? Oder kanntet ihr uns vorher schon? Ich kannte euch vorher ja? schon. Und ja. Findest du uns ganz lustig und toll? Ja. Und du bist mitgekommen heute? Ja, ich bin mitgekommen, weil ich gesagt habe, unter der Woche bin ich für Kultur immer zu haben. Besonders für solche. Ja, und ist das ein kulturelles Erlebnis gerade für dich? Ja. Ja? Ja. Ach, guck doch mal, Svenny, das sind doch wirklich Gäste. Das ist Kultur. Das ist Kultur. Ja. Das ist Kultur, meine Lieben. Das ja! Ihr süßen Mäuse, ihr bekommt gleich noch ein Stäbchen. Vielen Dank, ihr zwei süßen Mäuse. Heike und Beate. Das sind Gäste. Wie Waldorf und Stettler, ne? So ein bisschen schon, ja. Halt nur bei weitem attraktiver. Ja. Das war die Vereinbarung. Die ist echt eine Kapitalistensau. Ne? Die will ja nur Kohle haben die ganze Zeit. Wir halten uns an den Vertrag. Die ihre eigenen Traumwelt, die Heike. Ja. Kapitalismus hat ja auch sehr viel mit dem Internet zu tun. Deswegen nochmal ein kleiner Aufruf draußen an die Zusehenden im jeden Internet in ihrer Nähe. Sie sind immer noch dazu angehalten, uns ihre Sprachnachricht an unseren Süß- und Deftig-Kanal zu schicken. Richtig. Bei Instagram suss_und_deftig. Die Frage ist, was kann man vor Gericht und beim Analsex sagen? Sie hier im Saal haben wahrscheinlich auch schon alle fleißig Zettelchen beschriftet. Das macht ihr jetzt gleich. Ja, die Heike ist ja wirklich voll Profi. Denn ihr könnt gewinnen draußen im Livestream 2 Karten für eine der nächsten Süß und Deftigst. Und ihr hier im Theater könnt das Buch Der Elf, der Flix, der Flixbus. Der Flixbus und eine ein Kartoffel. Eine Vulva, ein Kartoffelstampf-Set, Kartoffeldruck-Set gewinnen. So, Weinhaus. Ja. Was hast denn du uns eigentlich noch mitgebracht, ja, was so mit Kochen zu tun? Genau, da kommen wir nämlich, weil Kartoffeln sind ja auch was zu essen, wir kommen zu meiner Lieblingsrubrik, nämlich Kochen und Lifestyle. Komm, wir müssen ins Studio T. Nee, Moment. Du setzt die Mütze auf. Wir brauchen noch Kochsachen. Oh nein, warte mal. Nee, jetzt müssen wir noch mal anfangen. Wir müssen noch mal anfangen. Ich hab mein... Sven, das war toll. Du hast sofort auf meine Ansage reagiert. Das war richtig gut, Sven. Aus Versehen, die ist abgerutscht. Weil ich muss doch erst noch meine Mütze suchen, Weinhaus. Die liegt da unten irgendwo hinter deinem Stuhl. Ach, Fabian, jetzt hast du ja gar nichts Blödes zum Anziehen. Das ist gar nicht schlimm. So. Guck mal hier, du kriegst die Kochperücke an. Ja. So, zum Kochen braucht man ihr seht's, ja, das Studio T, in das wir jetzt müssen zu Kochen und Lifestyle. Ja. Das ist eigentlich in dem anderen Gebäudeflügel, deswegen gehen wir jetzt erstmal aus dem Gebäude raus und dann ins nächste Gebäude rein. Ja. Dazu läuft, du siehst so toll aus, dazu läuft blöde Musik, wir halten uns an den Händen und rennen im Kreis. Gut, jetzt haben wir das auch für alle richtig Dummen nochmal erklärt. Komm, Mausi. Svenny, mach mal die schöne Musik an. Bitte. Und jetzt aber zum dritten Mal. Jetzt ist der Gag richtig da. Warte. So, jetzt, guck mal. Da dürfen wir nicht lang. Einmal nochmal rum. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Diese
So, jetzt sind wir gleich da, jetzt sind wir da, jetzt sind wir da, jetzt sind wir da. Oh. So. Also das ist das Studio T, das ist mein Kochstudio. Ich bin der Alfred Biolek, der Travestie. Und ich habe euch heute wieder was ganz Einfaches mitgebracht, weil wir wollen euch auch ein bisschen Nachhaltigkeit ans Herz legen. Und Veganismus greift ja immer mehr um sich, aber auch vegane Sachen haben ihre dunklen Seiten. Zum Beispiel kannst du natürlich eine Nussmilch kaufen, aber wenn die in so einem Tetrapack kommt, ist auch scheiße. Kannst du nicht recyceln, ne? Ist kacke. Deswegen kannst du, wenn du einen guten Mixer zu Hause hast, deine Milch einfach selber machen. Und wir machen jetzt gemeinsam vegane Milch. Ich nenne das immer Milch, weil Milch darfst du ja nicht sagen. Da kriegen alle Nervenzimbruch. Scheuermilch geht, Sonnenmilch geht, Trink. Aber Nussmilch geht halt nicht. Und ne? Männermilch? Sperma geht auch immer. Sperma geht immer, meine Lieben. Ich darf. Also wir machen, du siehst auch, also, meine Liebe. Also ich muss wirklich sagen, wir haben sie fühlt, hier. Sie fühlt es. Jetzt, sie spürt es total. Nee, wir machen jetzt gemeinsam Nussmilch. Sie dürfen auch dann gleich verköstigen. Nussmilch. Sie brauchen dafür eine Hochleistungsmixerin. Und in diese Hochleistungsmixerin kommt rein, ich habe das schon mal vorgemischt, es ist 1:1 eine Handvoll Cashew und eine Handvoll Erdnüsse. Sind das gesalzene Erdnüsse? Du kannst gleich gesalzen kaufen oder nackige, weil ein bisschen Salz kommt auf jeden Fall für den Bums rein. Klingt erstmal komisch, aber es ist wirklich hilfreich. Ja. Und damit es ein bisschen süßer wird, können Sie entweder 2-3 Datteln über Nacht oder in heißem Wasser für 10 Minuten einweichen. Also Datteln sind ja widerwärtig. Also nee, auch wie Feigen finde ich auch ekelhaft. Ne? Feigen sehen immer aus, ich weiß, ich unterbreche dich gerade, aber ich muss wirklich mal was kurz über Feigen sagen. Feigen, wenn man die aufmacht, das sind wie so, kennt ihr von Alien, diese Eier, die oben aufgehen und dieses Spinnenvieh rauskommt, die sehen aus wie so Alien-Münder, wo so... Ja. Okay. Oder halt wie eine Feige. So. Und wenn Sie es etwas süßer möchten, was ich empfehlen kann, weil es rundet den Geschmack ab, können Sie entweder Süßstoff reinmachen, aber Aspartam wurde jetzt von der WHO als krebserregend eingestuft. Deswegen nehme ich 2-3 Tablettchen Stevia. Und um die Vollmundigkeit zu unterstützen, noch ein bisschen G. Nee, das ist tatsächlich geschmacksneutrales Öl. Raps nicht. Raps schmeckt scheiße. Sonnenblume geht ganz gut. Nicht? Jessica, hast du richtig jetzt Lust auf so eine Nussmilch, ne? Ich bin ja auch ein Schleckermäulchen, ja. Weinhaus, und bin schon ganz verschleckert. Und auf diese Dosierung, die wir jetzt gerade an Nüssen, Salz und G hatten, kommt 1 Liter Wasser, ein halber, und noch ein halber, warte bitte, erst bis der Deckel drauf, jetzt warte halt mal ab. Ja, Mann, weil der ist neu, der Mixer. Der hat 2 PS, der kann alles, der macht auch Steuererklärung. Darf ich? Ja, auf an. Auf High oder auf genau, Low auf high. Oder auf mach mal auf High. Okay. Ah. Oh. Kannst du loslassen, es geht von allein. Und dann lassen Sie das so ein bisschen laufen, bis Sie merken, der ganze Scheiß ist klein. Und wenn Sie wirklich einen Mixer mit sehr viel Power haben, müssen Sie es auch nicht mehr durch Nussmilchbeutel oder so kippen. Was? Hi! So, fertig? Warte nee. Mal. Doch, guck mal. Nee, das sind noch Brocken, das geht nicht. Das sind noch Brocken. Zu Hause, wenn ich mixe. Das hat so was Orientalisches, so Scheherazade ja. Im Tempel Tuchtan. Also das Blöde ist halt, ja. Ich empfehle kaltes Wasser, durch die Höhensonne ist es jetzt etwas wärmer geworden, aber wir verköstigen das jetzt alles. So da bin ich so gespannt jetzt nicht. Schon mal, Weinhaus. Hier, komm mal hier, köstlich. Gibt's doch noch Durchfall heute. Gibt's heute doch noch Durchfall. Ja, dann passt es halt zu deinem Mund, ne? Oben scheiße, unten super. Scheiße. Aber sehr stückiger das, Genuss, ja, oh, oder? Das ist schon wieder ein Stückchen mit... Ui, ui, ui. Warte mal. Das riecht sehr nach Erdnuss. Ja? Mmh. Ja, es ist leider... Scheiße, da habe ich jetzt meinen Rüssel rangehalten. Sorry. Ist doch nicht so schlimm, du hast doch nur Affenpocken. So, wenn ich es nicht wüsste, würde ich sagen, du bist besoffen, ne? Aber du bist es ja leider nicht. Bin ich dir zu anstrengend? Ja, die ganze Zeit, aber das macht mir ja leid. So, dann cheers. Ja, dann, wir sehen uns morgen. Boah, sehr warm. Aber ist gar nicht so da scheiße, oder? Da Kakao ohne Schokolade. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Siehst du mal? Aber schmeckt gut. Und deswegen diese mal, Aussage mit, es wäre so viel Aufwand und so. Na, vielleicht ganz einfach. Einfach ein bisschen Wodka reinkippen. Hast du für Tisch 18 noch was? Na, Die melden sich freiwillig. Gut, wir gehen wieder rüber ins andere. Nehmen wir,
Eine Durchsage ans Tresenpersonal, bitte eine Schale mit Eiswürfelinnen auf die Bühne und einen doppelten Wodka für Lars Töns Feuerborn für sein Nussmilchgetränk. Nee, super. Gut, haben wir das auch geklärt? Applaus! Also ich fülle mal noch ab, wenn das Eis gleich kommt, kühle ich das ein bisschen runter, dann dürfen Sie hier in den, naja, wer halt Bock auf Durchfall hat, mal naschen. Sie aber auch nicht. Und die Klos sind da hinten gleich, ja? Unten dann, ist auch eins. Dann haben Sie jetzt gleich einfach mal so richtig noch so einen Genussmoment auf dem Abend, nicht? Guck, Fabian ist auch ganz begeistert da unten, der hat Bock auf Nussmilch. Ist jemand allergisch? Alke. Kannst du gut, wir reiben dich nachher damit ein. Weißt du, darf ich die Mütze schon wieder abnehmen? Oder muss ja, sehr gerne. Darf ich die wieder abnehmen? Auf alle Fälle. Gut, dann gehen wir wieder rüber. Ja, ich bleib noch kurz hier und mach so ein bisschen Ordnung. Du kannst weiter Scheiße reden. Okay, dann rede ich gerne gleich weiter Scheiße. Schönheit. So, warte mal, jetzt muss ich erstmal dieses Ding hier abnehmen. Ich hoffe, ich bin danach noch schön. Bin ich noch schön? Also ihr seid wirklich einfach zu bespielen, meine Lieben. Das ist ja wirklich großartig. Freu dich doch drüber. Was? Freu dich doch drüber. Ich freue mich doch die ganze Zeit. Ach so. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie anstrengend findest du mich heute? 4,8. Oh, das geht aber noch. Ja, da war ich schon mal schlimmer, oder? Ja. Weil wir hatten ja, Sie wissen es vielleicht nicht, aber jetzt erzähle ich es gleich, wir hatten Lars Töns Feuerborn schon mal digital zu Gast. Da hieß die Show noch Paillette noch schlimmer. Das war ein Online-Streaming-Format, das während Corona nur online lief, ohne Gäste im Publikum. Und da ist Lars zum Glück eingesprungen, weil Merit Becker abgesagt hat. Ist das so? Ja, und an dem Tag hast du dich volllaufen lassen und es hat eine Redakteurin von dem. Vom RBB oder so zugeguckt, Toxic Ute, und die hat dann eine wirklich äußerst vernichtende, stimmt, sagen wir, Hasstirade über uns verfasst. Und da war Lars auf jeden Fall Talkgast digital. Das heißt, eigentlich hast du gewusst, was auf dich zukommt, hast trotzdem zugesagt. Das heißt, du hast echt einen starken Magen. Ist okay. Aber da können wir gleich mal... Oh, das ist ja, meine Gott, ihr seid heute sowas von schnell. Das ist ja wirklich großartig. Hier, guck mal, hier, Lars Töns Feuerborn. Den kriegen wir. Ja? Mach das für dich. Alkohol. Ach, die Haut, die trinkt es, ne? Ach, guck mal hier. Aber tatsächlich, Weihnachtsfeier, wir wollten ja eher noch kurz über das Thema Depressionen vielleicht sprechen. Genau. Und dazu. Das passt super mit dem Alkohol. Das passt super mit dem Alkohol. Er sauft deine Trauer in Alkohol, meine Liebe. Nein, aber da muss ich auch dazu sagen, Weinhaus, weil das war auch, da war ich halt auch zu der Zeit hochgradig depressiv, als mir das passiert ist, als ich hier mich auf der Bühne betrunken habe. Das weißt du schon. Ich weiß, und deswegen war das auch in dem Sinn gar nicht so schlimm, aber ich habe trotzdem zwischengehört, ich musste dich einfach sofort in den Orchestergraben treten. Ja, das war mir natürlich sehr peinlich, aber tatsächlich, danach lag ich dann da hinten auf dieser kleinen Bühne und habe die ganze Zeit rumgeheult. Das war ganz schön. Und das Schöne war, du warst ganz weiß im Gesicht, wir haben nämlich noch Mehlschneiden gemacht, weil das war auch gleichzeitig mein Geburtstag. Da haben wir Kindergeburtstag auf der Bühne gefeiert mit Mehlschneiden. Und irgendwann ist sie aufgestanden, ist nach vorne gelaufen und hat einfach ihr Gesicht so fapp ins Mehl getunkt und sah dann dementsprechend aus. Also eigentlich ist es im Nachhinein betrachtet wahnsinnig lustig. Wahnsinnig lustig, aber irgendwie hat es die Toxic-Uti nicht verstanden. So, wir wollen aber noch kurz über Depressionen sprechen, weil das steht bei uns im Ablaufplan. Und ich weiß aber nicht, wer von euch beiden jetzt eigentlich die Depressionsfachfrau ist. Lars ist die Depressionsfachfrau. Erzähl mal ein bisschen. Warum touche ich dieses Thema? Also zum einen, weil ich selbst betroffen bin. Ja, nach wie vor. Ich würde jetzt sagen, dass ich jetzt nicht akut betroffen bin, aber ich muss definitiv sehr viel dafür tun, damit ich nicht zurückfalle in die Depression. Weiter kommt hinzu, dass ich meine Mutter dadurch verloren habe. Meine Mutter hat sich das Leben genommen, als ich 12 war, aufgrund von Depressionen. Was natürlich dann schon sehr einschneidend war. Ich habe noch eine weitere Person in meiner Familie, die da sehr stark mit zu kämpfen hat. Auch weitere Krankheitsbilder wie Psychosen, Borderline, Bipolar. Also das ist schon sehr umfangreich, und für mich war wichtig, dass, wenn ich jetzt schon eine Reichweite generiert habe, die sinnvoll zu nutzen und eben für dieses Thema, weil wir müssen mal ganz klar sagen, dass in Deutschland das noch nicht angekommen ist, dass Depression letztendlich wirklich es ist eine anerkannte Krankheit, aber bei vielen Leuten in der Gesellschaft eben nicht. Für viele ist es halt einfach nur, du bist verrückt, du... Reißt immer zusammen. Oder genau, heulen jetzt so rum. Das kann man halt einfach gar nicht zu jemandem, der betroffen ist, sagen. Und ich arbeite da auch mit der Deutschen Depressionshilfe zusammen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen, weil letztendlich gehen jedes Jahr 100.000 Suizidversuche durchs Land. Die Dunkelziffer wird weitaus höher liegen, und 9.000 Menschen im Jahr verlieren ihr Leben durch Suizid aufgrund von Depressionen. Und da sagst du was Gutes, zum Beispiel bei queeren Jugendlichen, vor allem bei transidenten Jugendlichen und Kindern.
ja, also nicht nur Jugendlichen, sondern Kindern, ist die Selbstmordrate bei Kindern 10-mal höher als bei nicht-queeren Jugendlichen und Kindern. Ja. Aufgrund von depressiven Schüben, weil sie sich unverstanden fühlen, weil die Familie vielleicht nicht für sie da ist oder weil sie Angst haben, sich zu outen, weil die Gesellschaft scheiße ist so. Da ist so dermaßen viel Luft nach oben, wo wir uns, glaube ich, alle gemeinsam mehr Bewusstsein schaffen müssen, dass da wirklich die Kacke hart am Dampfen ist. Ja. Und ja. Und ich glaube auch, dass natürlich Corona und die gesamte Isolationsphase, glaube ich, auch dazu beigetragen haben, dass auch viel, viel mehr junge Menschen depressiv heute sind und damit auch zum Arzt gehen und das endlich auch mal gesehen wird und Eltern das auch checken mittlerweile, was da eigentlich los ist. Und das Krasse ist, dass die Wartelisten für Therapieplätze aktuell, zumindest in Berlin, 2-2,5 Jahre sind, weil alle so dermaßen am Arsch sind von der ganzen Seuche-Kacke und so. Und also ich will jetzt nicht damit sagen, dass Leute, die dadurch in eine Depression geraten sind, anderen Leuten die Therapieplätze wegnehmen, aber es war davor schon problematisch, als queere Person Therapieplätze zu finden, wo du dich wirklich aufgehoben fühlen konntest, weil dein Gegenüber ein Verständnis dafür hatte, was bei dir wirklich los ist. Also es ist wirklich ein riesengroßes, schwieriges Thema. Und wenn ich da noch kurz einsteigen darf. Sehr gerne. Ich bin ja, wie ja, 2-3 Jahre jünger als Gen Zler. Stimmt definitiv, dass gerade die junge Generation unter Corona psychisch unglaublich gelitten hat. Und es macht mich so wahnsinnig. Ich sitze ja oft dann in etwas gediegeneren Runden auf so einer Bühne und dann sitzen irgendwelche älteren Unternehmer neben mir und die werfen über meiner Generation vor, wir seien so faul, wir würden nicht mehr arbeiten wollen, die Arbeitsmoral wäre vollkommen verloren gegangen. Wo ich mir denke, jeder junge Mensch, der es schafft, morgens aufzustehen in einer Welt, die ja von multiplen Krisen dominiert wird. Die Corona-Pandemie, wir haben immer noch eine Klimakrise, wir haben einen Krieg in Europa, wir haben an allen Ecken und Kanten Probleme. Junge Menschen in Deutschland sind nachweislich sehr, sehr stark davon betroffen. Alle, die es morgens irgendwie schaffen, aus dem Bett zu kommen, da ziehe ich wirklich meinen Hut vor. Und dass wir uns dann immer wieder anhören müssen, wir seien zu faul. Und gerade das verstärkt ja wieder das Problem. Also nicht mal auf die Sorgen und Ängste zuzugehen von jungen Menschen, zu fragen, ja, warum wollt ihr denn gerade nicht irgendwie 50 Stunden die Woche arbeiten? Könnte es da andere Gründe geben als Faulheit? Sondern immer wieder nur von oben drauf zu schlagen, das finde ich furchtbar. Aber es gibt ja auch andere, etwas ältere Menschen, die diese Probleme auch sehen. Es sind ja nicht alle schlimm. Gott sei Dank, sind nicht alle so wie unsere Väter zu Hause. Aber egal. Weinhaus, wie finden wir jetzt den Bogen? Wie kommen wir zu unserem wahnsinnig pipi-kaka-humorigen Gewinnspiel? Also um sich, wenn Sie sich mal die Depressionen selber aus dem Leib treiben wollen, dann machen Sie doch beim Gewinnspiel mit und können dann einen wundervollen Abend mit Ihrer Partnerin hier im Publikum erleben. Ah. Oder? Oh, Weinhaus. Also ich muss wirklich sagen, wenn du heute was kannst, dann Überleitungen, die keine Sau braucht, aber trotzdem liebt man sie doch sehr, sehr stark. Ich bin halt einfach Showgirl vom Beruf. Ja. That's the ticket! Möchten wir, oder möchte vielleicht eine von euch mal mit dem Einsammeltombourange durchgehen? Ja. Und die Beiträge aus dem Saal einsammeln? Möchtest du die Einsammeldutte oder das Einsammeltombourange? Tambourange. Tambourange, dann nimm das Tambourange, mein Kleiner. Mit Wodka wird's was, ne? Ja. Willst du vielleicht so lange, wie die einsammelt, mal die Versuchskaninchen fragen, wie gut die köstliche Milch war? Liebe Versuchskaninchen, ich frage euch jetzt, wie war denn die köstliche Milch? Also mit Baileys zum Frühstück kann man sich's gut vorstellen. Kann man sich das gut vorstellen? Und du? Ja, echt mega, mega gut. Ja, würde ich in Zukunft auch immer selber machen? Ja, auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall, ja. Bist du denn Veganerin? Nee. Nein? Ab heute schon. Ich höre da so einen leichten ironischen Unterton, Zynismus. Oder? Ja, Zynismus. Wo sind denn noch VersuchskaninchenInnen? Da, die mit der weißen Hose hat's auch getrunken. Guck mal, die mit der weißen Hose. Wenn sie fächert und später in der Bahn Durchfall kriegt, sieht man es bei dir sofort, mein Schatz. An. Was hast du gesagt? Ich bin außen vor, ich habe nicht probiert. Du hast nicht probiert, aber die Dame mit Leopardenoberteil hat Angst vor den Mikrofonen gerade. Das merkt man immer, wenn Leute so machen. Ja? Schmeckt fast wie Snickers, ne? Schmeckt fast wie Snickers. Oder? Das ist immer toll. Ja, schön. Dann haben wir das auch geklärt, Weinhaus. Mir hat es sehr, sehr gut geschmeckt. Guck mal hier, guck mal, diese aparte Dame mit blonden Haaren. Ich freue mich total, was sagen zu dürfen. Ja, du bist sehr schüchtern. Ja. Gut, dann nehmen wir die Dame im Paillettenrock vielleicht noch. Schmeckt gar nicht. Schmeckt gar nicht. Nein, so schlimm war es nicht. Ist voll wässrig. Ist einfach Wasser mit Erdnüssen. Es ist nichts anderes. Das hast du richtig erkannt, aber du hast die Cashews vergessen, mein Schatz. Aber könntest du es denn besser? Nee. Nee? Nee. Also du bist kein Fan? Nein.
Würdest du es nicht kaufen? Nein. Nicht unterstützen? Nein. Gut, Weinhaus, da musst du noch mal an deinem Rezept ein bisschen arbeiten. Die hat's gehasst. Mach mal ein Foto von ihrem Gesicht, kommt an die Tür, die kommt nicht mehr rein. Die kommt nicht mehr. So erschafft man sich hier selbst ein Hausverbot, meine Liebe. Also ich muss sagen, es war nicht meine beste Leistung, aber es ist auch nicht schlimmer als gekauftes. Es ist zu salzig, es ist zu wässrig. Erst möchte man nicht sagen, jetzt wo das Mikrofon weg ist, lügt man doch rein. Ja, ja. Ja, das ist halt ein Salzkaffee. Stell dich nicht so an, sei modern. Sag mal, wie heißt du, mein Schatz? Ich heiße Melli. Du heißt Melli. So, du hast jetzt offensichtlich doch was zu sagen. Möchtest du es für unsere Zuschauerin im Livestream auch nochmal sagen? Gar nicht. Ach, jetzt wieder nicht mehr. Weißt du? Zweites Foto, Tür raus. Gleich im Doppelpack auf die Blacklist. Wollt ihr den Wodka zum Runterspülen? Ja. Einen? Zwei? Eine Durchsage. Nee, die, aber die hat gar nichts gesagt, die kriegt keinen Wodka. Zwei Wodken für die vorlaute Blonde und die andere im Paillettenfummel. Danke. Süß. Mach dir schon mal vor, Ausscheid. Oh, guck mal. Da. Den ESC vor, Ausscheid, ist scheiße labern. Muss kurz, kann die Kameras einfangen? Wir haben doch tatsächlich ordentliche... 10.000 Zettel. Ja, ja. Wollt ihr beiden das vielleicht übernehmen, dass ja. ihr mal so abwechselnd zieht und einfach mal Antworten vorlest und wir werden dann schauen, was uns gefällt. Okay. Ich habe keinen Dreck am Stecken. Den habe ich auch hier. Das ist schon mal süß. Sehr gut. Das ist richtig gut. Hier müssen wir noch mal tiefer nachbohren. Weinhaus, das ist ja toll, dass da so tolle Antworten diesmal sind. Bisher das Beste, was wir geleistet haben. Ja. Also an dummen Fragen. Auf diesen Ausgang wäre ich gerne vorbereitet gewesen. Auch nicht schlecht. Der ist super simpel. Der ist zu stupider, weil ich muss trotzdem lachen. Ja. Ich bin am Arsch. Auch schön. So, wir machen noch so zwei, drei, oder? Dreie. Ja. Ich will nicht eingelocht werden. Auch schön. Oh. Meine Güte. Passend dazu, wann komme ich hier wieder raus? Also, großes Lob an euch, so, so tolle Ihr seid Antworten. Echt lustig heute, ne? Echt, wirklich toll. Noch nie. Komm, machen wir noch ein bisschen weiter. Das ist ja wirklich, das ist der beste Teil der Sendung bislang. Jetzt stecke ich in der Scheiße. So, eins noch? Ja, das geht nicht. Da haben sie sich ganz schön in die Scheiße geritten. Ja, ja. Auch schön, ja. Wir müssen halt durch Applaus entscheiden. Es wird ja gut, das sind schon viel zu viele. Das reicht jetzt schon. Ne? Lass uns von den dreien, Der letzte war es nicht. Ja. Such du doch dein Highlight raus und ich suche meinen Highlight raus. Genau. Dann treten wir gegeneinander an. Und dann treten wir gegeneinander an. Aber so wie beim Poetry Slam. Wir gehen nach vorne mit so einem Mikro. Ach so, jetzt bestimmst du schon, wie die Show hier verlaufen wird. Das mache ich schon länger. Siehst du, einmal Travestie-Make-up und schon ist die Bühnenkarriere gestartet. Ja, ja. Komm, wir kommen einfach mal jetzt zur Ruhe. Wir lassen mal 5 gerade sein. Für mich auch. Ich finde den auch ganz gut. Ah, Nikotin. Das ist das Einzige, was ich noch habe. Ja, ich habe auch. Deine waren stärker. Das sage ich jetzt. Ich habe mich entschieden. Ja. Gut, habt ihr euch entschieden? Ja. Dann tragt doch bitte jetzt eure zwei Favoritinnen vor. Ich sehe den schon, der ist besser. Dann mach deinen zuerst. Ja, ich habe... Ich bin am Arsch. Applaus dafür. Gut, sehr verhalten. Ja, komm Lars, hau raus. Und dann legen wir damit nach, jetzt stecke ich in der Scheiße. Ja. So. Willst du? Wer ist denn die Urheberin? Jetzt ernsthaft? Ja. Nein! Nein. Komm, Moschi, komm mal hoch, komm, ein Applaus. Herzlichen das Glückwunsch. Ist ja jetzt nicht dein Einmal Ernst. Rumdrehen. Wie heißt du denn, mein Hase? Antje. Ja. Antje, du hast... Ja? Antje, du hast jetzt einen ganz tollen Preis gewonnen. Ja. Freust du dich ein bisschen? Ja, mega. Hast du Kinder im Umfeld? Ja, ja ernsthaft? Das heißt, die Kacke kommt auch noch an? Das ist mega cool. Warte mal, ich drücke dir das mal ganz kurz in die Hand. Also du bekommst natürlich erstmal, wenn du möchtest, den Vulva und den Lippenstempel. Ja, falls du zu Hause noch ein bisschen Kartoffeldruck auf einer Tischdecke machen möchtest. Wie alt sind denn die Kinder?
Eine Liebeskartoffel habe ich auch noch dazu gestaltet. Die freuen sich über eine Vulva-Kartoffel. Ja. Dann hast du einen Pride Buton. Der ist auch süß. Mega. Und ist dieses ganz fantastische Kind. Es ist jetzt ein bisschen mit Kot voll außen dran. Das macht aber nichts, weil es Kunstkot ist. Und wir haben noch mal Kartoffeldruck innen rein gemacht mit Autogrammen und eine Erinnerung an diesen wundervollen Abend. Ist doch nichts. Ist doch was. Genau das. Bitteschön. Dann, Antje, dann herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Wirklich, mach weiter so. Ja. Toller Rock. Danke. Happy Pride und viel Spaß mit dem Buch und den ranzigen Kartoffeln. Ja, danke schön. Ciao. Applaus für Antje. Weinhaus. Aber wirklich süß. Also sie ist jetzt bei uns auch wieder rekonvaleszent. Genau, wir reißen das Foto ab, du darfst wieder rein, du hast gewonnen. Weinhaus, sag mal, ich glaube, meine Brüste hängen. Jetzt sind die runtergerutscht? Ja. Nee, du bist über 30, meine Liebe. Warte mal, also weil nämlich das ist mir... Ja. Wo sitzen die denn? Die sitzen, ja, die sitzen irgendwie... Ich weiß auch, warte mal. Das Ding ist ja, ich muss mal kurz die Geschichte erzählen, wo wir bei Sony Music waren zur Weihnachtsfeier, wo meine Brüste doch auch so selbst gewandert sind. Da waren wir auf dem Weihnachtsfest bei Sony jeweils und das war sehr kalt und ich habe diesen BH getragen und hatte aber die ganze Zeit eine Winterjacke drüber. Und irgendwann waren wir dann drinnen an der Bar und Klausi und ich, mein Mann, saßen nebeneinander und weil mir so heiß war, weil ich diese Winterjacke anhatte, habe ich die dann aufgemacht und saß dann da und zog an meiner Wasserschorle und Klausi guckt schon so komisch und dann guckt er immer an mir runter und dann sagt er so zu mir, Schatz, und ich so, was denn? Deine Brüste sind irgendwie ganz tief und dann hingen die hier. Das habe ich aber nicht gemerkt. Und dann bin ich die ganze Zeit mit den Brüsten hier unten in der Nierengegend rumgelaufen. Das war mir so unangenehm, aber es liegt daran, weil ich bin halt so schlank und da rutscht halt der BH immer von. Seit wann ist dir was unangenehm? Du bist mir unangenehm. Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber ja, bitte, zu den weiteren unangenehmen Teilen des Abends. Wir haben ja noch das Online-Gewinnspiel. Ja, oh Gott, ich hoffe, da haben Leute mitgemacht. Ja, tatsächlich. Ja, oh. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Teilnehmerinnen. Oh. Und ich fange mal mit dem an, der in dem kleinen Bild ein bisschen süß aussieht. Ich wusste es. Naja. Was ist denn das für ein Geräusch da gerade gewesen? Ist da irgendjemand gerade die Perlenkette geplatzt? Nee, das sind so Lustkugeln der Beckenboden nachgegeben, ne? Föp, föp, raus. Plop, 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 blablabla. Okay. Der Prozess oder das Prozedere könnte eng werden, aber nichts ist unmöglich. Ja, ja, ja. Dann, ach, die heißen beide gleich, so eine Scheiße. Na gut. Oh, das wird ja was, 23 Sekunden, da kann er die Schnauze ja nicht. Der ist bestimmt besoffen. Hallo, ihr Süßmäuse. Hier ist mein Vorschlag. Ach, oh Mann, ich hätte mich doch besser auf den Fall vorbereiten sollen. Stattdessen habe ich mir in der Mittagspause einen Döner scharf reingepfiffen. Naja, könnte eng werden. Na, wird schon schief gehen. Tschüss, euer Max. Max hat sich Mühe gegeben. Ja, Max hat Mühe gegeben. Und er kommt, glaube ich, aus Österreich. Okay. Ja, aus Österreich. Ich sag mal in Wiener gescheißen, gell? Ja, gescheißen. Und dann hat eine Travestiekollegin von uns mitgemacht, Debbie Jelinski aus Bremen. Oh, Deborah. Deborah, komm. Ich kam, ich sah und steckte gründlichst in der tiefsten Scheiße drin. Ja. Das mit der Scheiße ist halt irgendwie, ne? Ja. Warum denken alle bei Analsex immer an Kot? Ja. Vielleicht muss ich das nächste Mal wieder das Anti-Schmierschiss-Präparat vorbereiten. Da geht nämlich Analsex auch ohne Schwanz voll Scheißen. Ja, gut, sehr schön. Haben wir das auch geklärt. Und dann haben wir noch Lukas. Eine Sache, die man sowohl beim Analsex wie auch vor Gericht sagen kann, das war so ein großes Arschloch, da konnte man nur reinstechen. Also... Ich greife jetzt mal Lukas, du bist unsere Gewinnerin. Du bekommst für eine der nächsten Ausgaben 2 Karten von uns. Bleib bitte in der Leitung. Gib dem 4. Nein, sende einen frankierten Rückumschlag an ZDF Wetten, das 50-470 Mainz. Lukas hat gewonnen. Lukas oder? Hat gewonnen. Du schreibst uns bitte auf unserem Instagram-Kanal Süß und Deftig, zu welcher Show du als nächstes kommen möchtest. Alle Termine stehen auf bga-theater.de und dann kommt das bei uns an und dann kommst du zu uns in die Sendung. Und dann gehen wir mit dem
dem Kamera... Alter, mit dem Mikrofon mal zu dir hin und fragen dich, ob du immer so süß bist wie jetzt gerade, nicht? Süßmaus. Richtig süß. Beinahe, dann sind wir durch, oder? Nee, wir müssen noch ganz kurz anmoderieren, dass die nächste Ausgabe am 29. August stattfinden wird. Schon? Ja. Das ist, ich glaube, unter der Woche, aber es lohnt sich. Wir haben nämlich zu Gast auf der Bühne Ralf Rute. Ach. Der Name sagt euch jetzt vielleicht... Sagt doch, euch was? Ja, der macht ganz, ganz tolle Comics. Ist 18. Also der ist irrsinnig talentiert. Wir hatten schon Telefongespräche, der ist auch wahnsinnig nett. Das Einzige ist, wir dürfen auf der Bühne nicht rauchen. Das heißt, wir holen uns dann so nach Furz riechende Plastikdinger, wie die hier am Start hat. Aber da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Ralf, falls du zuguckst, es wird geil. Und dann haben wir es jetzt endlich geschafft. Ich muss auch schon wieder aufs Klo. Ich muss auch pullern, ganz dringend. Ein Applaus für unsere Stargästin Fabian Grischer und Lars Tens Feuerborn. Komm, wir stehen auf. Hast du warme Hände? Meine Güte. Dann natürlich ein großes Dankeschön an die niemals erreichte Jessica Parker. Dankeschön. Danke. Und an das Mastermind hinter dieser Sendung. Sie ist die Chefin vom Ganzen. Sie denkt sich den ganzen Tag aus und ist dabei wahnsinnig süß und anstrengend. Meine scheißlaute Vortochter, Jackie Weinhaus. Wir bedanken uns natürlich beim ganzen BKA-Team, bei allen Leuten, die in jedem Internet in ihrer Nähe zugeschaut haben. Auch an euch, dass ihr so süß und verschwitzt wart. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie das nächste Mal wieder live oder im Internet vor Ort sind. Und jetzt sage ich tatsächlich mal mit vollem Munde Happy Breize. Beise! Tschüss! Dankeschön. Hopp, hopp, hopp. Nein.